sich aber auf, wenn jemand darüber redet. Das ist ein Problem für die. Sehr seltsam. Es ist nicht seltsam, Bruder. Sei mal ehrlich. Ja, schon ein bisschen, Bro. Merkst du was? Also Islam wird doch sowieso siegen. Also wenn ich jetzt hier rede, darüber rede hier und Quellen zeige, dann ist es doch egal. Dann spielt doch keine Rolle eigentlich. Ist doch alles okay. Islam wird doch so oder so am Ende des Tages siegen. Stimmt, Bruder, Aber wo, stimmt. und dann das Lustige, was sie dann sagen, die sagen, ja, aber du beleidigst. Also wenn das in den Quellen drinnen steht, das ist doch nicht, das bin doch nicht ich. Ich rede doch gerade nicht. Die Quelle redet gerade nicht. Ich. Ja, ich verstehe schon, Bruder. Seltsam. Islam wird siegen, aber regen sich auf, wenn die Leute darüber reden. Okay, alles klar. Wie es aussieht, doch nicht. Na, egal. Ich zeige dir jetzt auf jeden Fall die Quelle, Bruder. Halt dich ganz dolle fest. Sahih al-Bukhari. Ja. Sahih al-Bukhari 1144. Okay? Ja. A person was mentioned before the prophet, and he was told that he kept on sleeping till morning, and he had not got up for the prayer. Moment. Moment, ich bin gleich wieder da. Okay. Latina, machst du kurz weiter? Ich bin gleich wieder da. Ja, okay, Bruder. Okay. Bruder, AKZ, lass dich nicht ärgern, deinen Kommentaren. Ignoriere die, Bruder. Das regt man sich nur auf. Oh, eine Sache erwähnen kurz, Bruder, jetzt. AK, bist du da? Ja, Bro. Weißt du, was mir aufgefallen ist hier in TikTok? Das meiste Rassismus kommt gar nicht mal von den Deutschen. Von Das den meiste Rassismus kommt speziell nur von den Muslimen. Das ist mir hier drinnen aufgefallen. Das N-Wort fällt sehr oft und das B-Wort. Die sprechen auch sehr, sehr oft das Bimbo-Wort aus. Sehr oft. Also, und deswegen sollte man als Schwarzer sowieso diese Religion schon mal gar nicht folgen. Ja. Deswegen. Das muss man sich immer merken, Bruderherz. Ne? So, Ja. auf jeden Fall, Bruderherz, ich bin gleich wieder da. Und Latina macht weiter, okay? Ja, Okay. Bruder, okay. Ich bin gleich wieder da. Bantiut kann auch reden. Ich bin gleich wieder da. Ja, natürlich. Alles Bantu, du klar. kannst auch was sagen, Bruder. Ja. Ja, wo der Recht hat, hat der halt recht, ne? Und da hat eine geschrieben, halb Afrika ist islamisch, was redest du? Ja, wer kam denn? Es gibt Videos, es gibt Nachweise. Warum wurde Afrika wurde islamisiert? Ich kann es nicht aussprechen, sorry. Guck mal, musst du gerade sagen, Saifullah, erst Deutsch lernen. Kannst du Arabisch, Koran? Kannst du Arabisch? 17 Millionen Afrikaner wurden versklavt. Ja. Das hat nichts mit Deutsch zu tun, wenn es nicht richtig aussprechen kann. Wirklich, es tut mir echt leid. Ich kann was Deutsch lernen. Ich kann vier Sprachen. Sei leise, Mann. Die sollen den Das. Frauen den Kopftuch anziehen. Wer sagt, hier ist mein Mann? Der sollte, anstatt Deutsch zu lernen, sollte der Frauen den Kopftuch anziehen. Sure 434. Das gefällt euch Männer, diese So. Religion, ne? Das ist eine Religion So, von Bruder. Männern, erfunden für Männer, ne? Das ist natürlich klar, dass ein Mann in dieser Religion da bleiben will, ne? Sure
Sure 434, meidet die Frau. Guck mal, weißt du, AK, darf ich dir was sagen, AK? Ja, Bruder. Guck mal, soll ich dir ganz ehrlich sein? Ja, also, wenn ich reingehe und ich sehe, dass ein Moslem über das Christentum schlecht redet, okay? Der labert und redet irgendwas vor sich hin, der zeigt Quellen, redet und egal was er tut, okay? Soll ich ganz ehrlich sein? Ich gucke da nur einmal rein und dann gehe ich wieder raus. In Sekunden. Und weißt warum? Weil diese Person schert mich nicht, der interessiert mich einfach nicht. Ich gehe da raus. Ich komme da gar nicht erst rein und kommentiere und versuche zu verteidigen. Du verteidigst, weil du Angst hast. Darum geht's. Ja. Genau. Und wir Christen haben keine Angst. Das sollen die doch machen. Das ist doch okay. Weil ich gehe nicht in einen Moslem-Stream rein und fange an, da hochzugehen und mit dem da zu diskutieren, weil der juckt mich in 100 Jahren nicht, Mann. Soll er machen, was er will, ist doch sein Content. Ja, aber die sind so eingestellt, dass wenn sie hier reinkommen, die tun auf jeden Fall beleidigen, das ist das Erste, was die machen. Die tun dann beleidigen, die drohen, das ist was mir aufgefallen ist, Bruder. Ich kann dir so viele Drohnachrichten zeigen, das ist unglaublich, Mann. Die drohen bis zum geht nicht mehr, aber hardcore. Aber umso mehr sie drohen, umso mehr grabe ich tiefer in die Quellen rein. So schlimm ist es. Also, umso mehr sie drohen, umso schlimmer grabe ich rein. Weil die Dunkelheit muss ans Tageslicht raus, Bruder. Es muss raus. Es muss raus, fertig. Das kannst du nicht verstecken und sagen, du musst darüber reden. Das ist so. Man muss drüber sprechen. Das ist einfach so. Ja. Ja. Bantiot, willst du was sagen, Bruder? Dann sag. Rede ruhig, ne? Ja, du hast halt recht, ne? Das meiste Rassismus kommt von diesen Leuten. Das ist einfach ein Fakt. Das ist einfach ein Fakt. Und was ich sehr, sehr lustig finde, Leute, die sich 1000 Accounts machen, um mal in den Stream reinzukommen, ich finde das eigentlich schon dämlich eigentlich. Also ich muss versuchen, da nochmal reinzugehen, obwohl du einmal blockiert worden bist, aber du gehst trotzdem nochmal da rein. Ist das nicht eine Art Dummheit, Leute? Leute, gib mir mal einen Daumen hoch, ob es nicht eine Dummheit ist. Also für mich ist es eine Dummheit, eine pure Dummheit. Bruder, da müssen wir ehrlich sein. Bruder Flex, Daumen hoch für diese Dummheit. Daumen hoch für diese Dummheit, ja. Sayyar Buhari 1144, kannst du es weiter zeigen, hat hier der Bruder oh Daniel. Oh Gott, ich kenne das. Oh, ich kenne das. Oh je. Yeah. Du meinst Sahih al-Bukhari 1144, richtig? Genau. Ja, da geht es ja darum, dass wenn du zum Gebet nicht aufstehst, okay, jetzt musst du AK, jetzt musst du sehr gut zuhören, dann ist Satan, der uriniert in deinen Ohren, wenn du zum Gebet nicht aufstehst. Bruderherz, das heißt also, wenn du jetzt zum Gebet nicht aufstehst, Satan uriniert in deinen Ohren. Ja, siehst du, Bruder, ich zeig's dir, komm, zeig's dir, warte. Wait. Was? Hier. Sahih al-Bukhari 1144. A person was mentioned before the Prophet and he was told that he kept on sleeping till morning and had not got up for the prayer. The Prophet Muhammad said, Satan urinated in his ear. Aha. Das heißt also, wenn jemand zum Gebet nicht aufsteht, dann uriniert Satan in seinen Ohren, nur weil er zum Gebet nicht aufgestanden ist. Sahih. Die leugnen sogar das, Bruder. Du kannst denen sogar diese Quelle geben, die sagen, nein, stimmt nicht. Das ist Sahih. Ich seh's. Ja, Bruder, willst du immer noch sagen, Alhamdulillah, ich bin Moslem? Jetzt gerade, Bruder, ich muss mich wieder ein bisschen, so weißt du? Ja, Bruder, das ist die Wahrheit. Dein schwarzer Bruder spricht die Wahrheit, Bruder. Ich bin Gott froh, dass du es aber wenigstens verstehst, dass das nicht normal ist, weil du einen normalen Menschenverstand hast, Bruder. Ja, es ist nichts als die Wahrheit. Es ist wirklich die Wahrheit.
Alhamdulillah, Moslem. Also das heißt also, du schläfst, stehst zum Gebet nicht auf, Satan uriniert in deinen Ohren. What? Ich muss ehrlich Research machen, Bro. Bro, mach Research, aber das ist noch gar nichts. Lass dir alle Quellen geben. Das ist ein Bruchteil, was ich dir zeige. Ist nix. Kannst du mir ein paar Quellen geben? Ja, Bruder. Einen Moment. Bruder, warte. Bruder, kannst du mir zurückfolgen? Ich folge dir zurück, Bruder. Keine Sorge. Ich folge dir zurück. Bam. Folgt dir schon. Easy. Ich mach mal Sahih al-Bukhari 4455, weil die Brüder wollen das unbedingt, dass ich das aufschlage. Also Sahih al-Bukhari 4557. Hey, liebe Isis, baby, please. Bruder Flex. Ja. Also nach der anderen Quelle, Bruder, ich muss dann kurz gehen, wegen ich muss Training. Ist kein Problem, Bruderherz, ist kein Problem. Wenn du willst, wir können ein Gespräch mit Dinger Ben Fresh machen, wenn du willst. Ja? Na klar, ich kann das locker organisieren. Also Ben ist jetzt gerade nicht in DE, der ist außerhalb gerade, aber das kriegen wir schon hin. Okay. Kein Problem. So. Kleinen Moment. So, genau, jetzt haben wir's. Also wenn du willst, Ben kann dir das selber sagen, aber wir reden alle privat, wie gesagt, hier, das halten wir fern. Also Sahih al-Bukhari 4557, okay? The verse, you true Muslims are the best of people ever raised up for mankind, means the best of peoples for the peoples as you bring them with chains. Bring sie in Ketten, bis sie den Islam angenommen haben. Bitteschön, boom. Bring them with chains on their neck till they embrace Islam. Kettet sie an, bis sie den Islam annehmen. Bruder Flex? In die Kommentare möchte auch jemand Sahih al-Bukhari 1285 bitte. Okay. Wenn du dann kannst. Eine machen wir noch, Bruderherz, okay? Okay. Sahih al-Bukhari 12 was? 85? 1285, ja. Okay. We were in the funeral procession, one of the daughters of the Prophet Muhammad, and he was sitting by the side of the grave. I saw his eyes shedding tears. He said, is there anyone among you who did not have sex? What? Sexually with his wife last night? Abu Talha replied in the affirmative, and so the Prophet told him to get down in the grave. And so he got down in her grave. Aha, was hat sie dann in dem Grab dann gemacht? Das hier. Mhm. Ist das normal, Bruder, dass der Prophet sowas sagt? Nein. Das ist Nekrophilie, Bruder. Nekrophilie! Widerlich, Alter. Widerlich. Süß. Ich bin fertig, Mann. Ich lese mir diese Verse gar nicht mehr durch, Mann. Das ist schon hart, Mann. Ganz ehrlich. Also. Ja, das ist ekelhaft. Das ist mir schon ein bisschen. Das ist echt widerlich, Alter. Das kann ich nicht lesen, Mann. Sorry. Also. Das ist echt. Bäh. Can't even read that. Bäh. Puh. Pui. Damn it. Yeah. Nasty. Nasty as hell. Also Leute, da muss ich eine Pause machen. Das ist echt, puh, ist nasty. Nee, das ist nasty. Nasty as hell. Nasty. Oh my God, nasty. Ja, Bruder AK. Ja, Bro. Bruder, geh trainieren und dann reden wir später, Mann, ne? Bro, ja, schönen Tag noch, Bruder.
Ja, schönen Tag, Bruderherz. Schönen Tag, Gott mit Bruderherz. Segen für dich. Oder Akkaptchen. Ich wünsche schon all was, ja? Gott sei Dank. Ja, Bruderherz. Mensch. Gottes Segen, Bruder, Gottes Segen. Aber wisst ihr, was ich sehr gut finde? Bantiot und Latina, ist euch das mal aufgefallen? Er hört wenigstens zu und versteht es. Er sagt nicht, nein, das Ja. stimmt nicht, sondern er hinterfragt. Ja, Das und finde ich wenigstens nicht gut. Wissen. Er hinterfragt wenigstens. Wenigstens das. Er hinterfragt. Er ist jetzt keiner, der sagt, nee, nee, ist nicht so, stimmt nicht. Damit ist die Reinheit gemeint, damit ist das gemeint. Natürlich, in allem können wir philosophieren und sagen, ja, aber wir haben einen Imam, der ganz klar und deutlich sagt, dass Arabisch perfekt überliefert worden ist und dass es nicht metaphorisch gemeint sind, die Sachen, was die da sagen. Also, es ist ganz klar. Ne, da können wir nicht schön reden und sagen, das ist nicht so. Naja, also Ja. Islam wird siegen, aber die machen sich trotzdem Sorgen, wenn Leute darüber sprechen. Also, wenn ich weiß, dass meine Religion siegen wird, dann mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen darüber, ob Leute darüber sprechen, denn juckt es mich eh nicht. Ne? Dann juckt es mich gar nicht. Also, wenn ich weiß, dass meine Religion siegt, ich gehe nicht zu irgendeinem Christen rein und spreche überhaupt mit ihm, weil ich mir denke, so, pff, laber doch, meine Religion siegt doch sowieso. Aber die machen sich so große Sorgen, ey, das ist der Wahnsinn, ey. Bist du Armenier? Nein, aber ich liebe meine armenischen Brüder, ich liebe meine jesidischen Brüder und Geschwister und meine aramäischen Brüder und Geschwister. Love goes out for these three nationalities, love. Love goes out. Love goes out. Und am meisten unsere jesidischen Brüder und Geschwister. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Wirklich. Schon alleine die Geschichte, wenn ich mir das anschaue, was man mit denen gemacht hat, wirklich direkt umarmen. Wirklich. Das geht gar nicht, was die da gemacht haben. Wirklich. Genau. Leute, love goes out. Love goes out. Love goes out. So. Right. So, jetzt holen wir mal. Liebst du auch uns Deutsche? Natürlich liebe ich Deutsche. Klar. Es wäre ja schade, Natürlich. Wenn das nicht so wäre. Wäre ja ziemlich komisch, ne? Ja. Bantiot, mach dir nicht so viele Sorgen über diesen Account, Bantiot. Ich habe den bestimmt jetzt schon 20 Mal gesperrt. Der kommt immer wieder mit einem neuen Account. Da merkt man einfach, dass er keine Hobbys hat. Überleg mal, man muss sich Zeit nehmen, sich 20 Accounts zu machen, nur in diesen einem Stream reinzugehen. Das ist für mich schon eine Dummheit. Das ist Verrückt, junger pure Mensch. Dummheit in meinen Augen. Pure Dummheit. Es hat nichts mit schlau mehr sein zu tun. Das ist Dummheit. Das ist pure Dummheit. So, man muss immer gleich blockieren, stumm blocken, fertig. Also da mache ich gar nicht mal viel. Da warte ich gar nicht mal viel, wirklich, das geht schnell. Zack, bam, 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 bam. Ein Wort, bam, 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 bam. So, bist du Christ? Yes, I'm a Christian. So, let's go. Hi. Let's go. Servus. Hi. Hey. Bonjour. Hi. Was geht, Leute? Was geht ab? Alles klar? Nicht bei dir? Auch oh, nichts. Gerade auf Chill, wir haben von Schule nach Hause gekommen. Ey, Flex! Aha. Was benutzt du für dein Bad? Welche Creme benutzt du? Komm zum Punkt. Willst du beleidigen, dann leg los. Nein, ehrlich nicht. Ich wollte nur ohne Spaß einfach so reingekommen jetzt. Der Account gehört auch nicht mir. Ich bin jetzt gerade zweite Hand mäßig. Du bist zweite Hand. Okay, Ja, okay. der Account, ja. Was benutzt du dein Bad? Mein Bad? Ja, benutzt du irgendwas bestimmtes? Öl, Creme, Salbe, irgendwas? Ja, das benutze ich tatsächlich, ja. Welches benutzt du? Was von Garnier, diese eine? Ich muss noch mal gucken, wie das heißt, aber ich hab's da. Du hast echt einen schönen Bart, ja, ich bin neidisch. Danke. Du hast auch Sunderbad, sehe ich, aus Schnurrbart weg und so. Ja, aber ich finde, das hat eigentlich nichts mit Islam zu tun. Also ich meine, Bart ist Bart in meinen Augen, ne? Das Also hat Drip, ne? Ohne Schnurrbart. Ich finde das auch voll cool irgendwie, ja. ja, normal, ganz normal. Ja, Mann.
Ja, Mann, ja, Mann. Ja, okay, das war's eigentlich schon. Ja. Sag mal später, welches Produkt du benutzt. Werde ich machen. Aber so wie du dich anhörst, du bist Moslem, aber du bist respektvoll gerade. Ja. Ja. Aber wie kommt es, dass dich das nicht triggert, was ich hier sage? Ich höre dich ganz schlecht. Also das prallt einfach an mir ab, ja, ich weiß nicht. Also mich stört sowas nicht, wenn Leute einfach so drüber reden. Also, okay. Also das provoziert mich nicht mäßig so. Okay. Ja. Also für dich ist ja Zitieren jetzt nicht Hetzen, oder? Richtig? Ja, also ich finde, das ist... das ist kein Hetzen, ja, nee, wenn das aus dem Koran ist, ja, aber halt sich drüber lustig machen. Also es regt schon manchmal ein bisschen auf, aber nicht so, dass ich jetzt direkt so aggressiv werde oder so. Das Problem ist die Verse und was da drinne steht, man versucht natürlich schön zu lesen, aber das Problem ist dann, kommen dann bestimmte Sachen und da musst du eben halt lachen. Also ich kann jetzt nichts dafür, wenn es da drinne steht, aber da muss man halt lachen, aber ja. Das ist ja auch beidseitig, also wir machen das ja auch, sag ich mal, ne? Also die Muslime, wenn die so Bibelfest sind. Aber guck mal, du bist wenigstens ehrlich und sagst selber, das macht ihr auch, weißt du? Das ist gut, ne? Es ist nicht jeder ist so ehrlich und sagt, hey, nö, das mache ich nicht oder so, weißt du? Ja. Ich finde es gut, dass du ehrlich bist und das sagst, ne? Genau. Ja, Abu Leif, wie gesagt, dann danke, dass du da warst und ich kann dir später sagen, was das für eine Creme ist, was ich da benutze für mein Bart. Ne? Ja, mach mal Video, mach so ein Ding, morgen Routine, wie du so, dann zeigst du alles, was du benutzt. Ich will diese Creme. Ja, das geht eigentlich ganz schnell, einfach schön, richtig schön rasieren. Ne? Mhm. Dann gibt es da nochmal so einen bestimmten Spray für den Bart, damit das richtig gut riecht, okay? Und dann einmal die Bürste, ja. Schön, damit das gerade ist und nicht so fusselig ist. Ne? Es muss schön gepflegt sein. Also wenn du schon einen Bart hast, dann muss es gut und gepflegt aussehen. Das ist ganz wichtig. Na, Pflege ist 1A. Ne? Also ich glaube nicht, dass eine Frau oder wenn du eine kennenlernen möchtest, dass sie einen komischen Mann haben möchte, die oder der nicht gepflegt ist. Ne? Ja, das ist auch ekelhaft. Ja. Genau. Genau. Okay, ich hau dann ab. Ja, ich gehe jetzt Kaffee trinken oder so. Mach das. Wir sehen uns dann. Ciao, ne? Schönen Tag noch. Ciao. Danke, dass du da warst. Tschüss. Ciao. Ein Bartpflegefall, Bruderherz. Okay, dann holen wir mal den nächsten hoch. Oh nein, nicht schon wieder der. Aber okay, komm hoch. Oder ich glaube, das ist nicht der oder ist es der andere? Ich weiß nicht. Das ladet viel zu lange. Also gut, dann müssen wir ihn rausmachen. Holen wir mal den nächsten hoch. Okay. See what's poppin'. What's going on? Gott zum Grüße, mein Bruder. Und Grüße, mein Lieber. Wie geht's dir? Super, Gott sei Dank. Und dir? Mir geht's hervorragend. Du musst mich jetzt nochmal aufklären. Du warst Christ oder Moslem? Nein, ich bin Christ geboren, also Orthodoxe und ich bin's noch immer. Okay. Ich verfolge dich schon lange. Ich mag, wie du aufklärst und alles. Ich habe muslimische Freunde und so. Ja. Mich interessiert, es wurde geredet, ich war auch einmal mit diesem Widerlocker. Ja. Live. Und es wird geredet, dass Jesus, laut dem Islam, wurde Jesus ausgetauscht. In den Himmel geholt und ein anderer wurde statt Jesus gekreuzigt. Ich mache es sogar noch besser für dich. Warte, ich zeig dir mal ein paar Verse. Du kriegst Schock des Lebens. Ich zeig's dir einfach mal. Warte. Also Leute, wer ist fest davon überzeugt, dass der Heilige Geist, Jesus Christus, Sohn Mariams, im Koran vorkommt. Wer möchte es sehen? Einfach mal alle ein Herzchen, weil dann zeige ich das jetzt auch. Wer möchte das sehen? Alle mal ein Herzchen. Ich glaube, das hast du heute auch vorgezeigt gehabt. Alle mal ein Herzchen. Damit das mal für alle mal ein Ende hat, weil die machen sich ja drüber lustig über den Heiligen Geist und so. Ja. Ich werde euch heute beweisen, dass es bei euch drinne steht. Ja.
Keiner kann mir was sagen. Also gut, Leute, ich zeig's euch jetzt. Oh Mann, das wird ein kompletter Knockout sein. Puh! Pam, 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 pam! Knockout! Let's go! This is gonna be a knockout. I'm gonna make it super sexy. Let's go. Alright. Let's go, man. Main. Ich zeig's euch jetzt, Leute. Boom, 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 boom. Skra! Leute, ich bin manchmal ein bisschen. Ich bin ein Clown. Crazy. Manchmal. Crazy. Ja. Manchmal ist nicht böse. Yes. So, Leute, haltet euch ganz fest, okay? Jetzt kommt der Tingo. Skra! Pa, 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 pa. Skibidi, pa, pa. Jetzt, Leute, ich zeig's euch. Boom! Oh, jetzt wird's interessant. Dingi, dingi, dingi. I want to be there. Moment. Also, jeder kann seinen Koran aufschlagen. Sure 2, Vers 87. Sure 2, Vers 87. Dingi, dingi. Und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, den Sohn Mariams, die klaren Beweise. Nochmal, was? Die klaren Beweise. Aha. Und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Oh, warte. Der Heilige Geist kommt im Koran vor? Isa, dem Sohn Mariams? No, this is absolutely not right. Die klaren Beweise und stärken ihn mit dem Heiligen Geist. Aha. Was ist denn jetzt? Skra! Boom, boom! Boom! Nochmal! Boom! Boom! Der Koran bestätigt die Bibel einfach. So, Leute, soll ich euch mal was zeigen? Das ist ja noch gar nichts. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal richtig Freestyle für euch, Leute. Warte, ich bin noch nicht fertig. Und dann sagen die, die Bibel ist verfälscht. Bruder, ich habe nur eine Frage noch. Und dann warte. Du musst dann weiterarbeiten. Hörst du mich? Ja, warte. So, Moment. Ich will jetzt nochmal den anderen Vers reinbringen. Okay. Das wird jetzt richtig interessant. Weil da kann man nichts widersprechen, weil wir haben nochmal einen Vers, der das nochmal richtig bestätigt. So. Ich glaube, das ist diese Sure hier. Sure 16, Vers 102. Alright. Let's go. Let's make some skra. Pa, pa. Gonna. Yep. Let's go. Alright. Sure 16, Vers 102. Offenbart hat ihn der Heilige Geist. Oh, schon wieder lesen wir der Heilige Geist. Aha. Offenbart hat ihn der Heilige Geist. Koran is talking about Heilige Geist. Offenbart hat ihn der Heilige Geist. Okay. Von deinem Herrn mit der Wahrheit. Oh. What? Again. Der Heilige Geist von deinem Herrn mit der, wer kann es lesen? Wahrheit. Wahrheit. Diejenigen, die glauben, zu festigen. Aha. What do we have here? Aha. Aber wartet, Leute, ich bin noch nicht fertig. Jetzt wird es noch interessanter. Wir werden auch das alles weiterlesen, aber ich möchte noch mal was anderes zeigen. Der Geist der Wahrheit. Richtig. Aber ich mach's noch besser. Bruder, kannst du den Vers zeigen oder die Sure, wo steht, dass Jesus zu Allah genommen wurde
und ein anderer. Ich muss gucken, warte. So, jetzt machen wir es noch interessanter. Scheiße, ist das überhaupt der richtige? Hä? Was habe ich denn jetzt da eingegeben? Scheiße, ich habe die 5 vergessen. Jesus Christ. Oh my gosh. Alter Betty. Oh yeah. What do we have here? Was habe ich denn schon wieder eingegeben, ey? Mamma mia. Vers 64. So. So, jetzt gehen wir mal auf die 64. So. Also Leute, Sure 5 Vers 64 oder nee, halt 66. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgen, was zu ihnen als Offenbarung von ihren Herren herabgesandt wurde, würden sie fürwahr von den guten Dingen über ihnen unter ihren Füßen essen. Also schon wieder gute Dinge. Also schon wieder gute Dinge. Aha. Also die Tora, das Evangelium wird hier wieder erwähnt. Also ich frage mich eigentlich, wie kommen die Muslime darauf, dass die Tora, was wir jetzt haben, oder das Evangelium, dass es verfälscht ist? Wie kommt ihr überhaupt dazu? Wer hat es euch gesagt? Ne? Wer hat es euch überhaupt gesagt? Das ist eine gute Frage. Keiner hat es euch gesagt. Ich bin gleich wieder da, Leute. Wie Vogel hat's gesagt. Ja, sehr krass, dieser Hadith, ne? Hört ihr mich jetzt? Hallo? Ja. Ja, also ich frage mich nur die ganze Zeit, woher kommen denn die Lügen, dass die Tora und das Evangelium angeblich verfälscht ist? Weil nirgendwo hier in dieser Schrift können wir lesen, dass die Schriften verfälscht sind. Von dem Falschen? Ja. Oder wie die heißen? Moment. So, jetzt bin ich wieder zurück. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay. Genau. Also ich glaube, da ich brauche nicht mehr hinzufügen. Ich frage mich nur immer wieder, wie kommen die darauf, dass die Tora, Evangelium, verfälscht ist? Ja? Nirgendwo im Koran lesen wir, dass Tora oder Evangelium verfälscht ist. Nirgendwo lesen wir das. Ne? Nirgendwo lesen wir, dass die Tora und das Evangelium verfälscht ist. Ja? So, und wenn wir hier jetzt gehen. Moment. Guckt mal, Leute. Ich lese es euch noch einmal vor. Das steht im Koran, ja, Sure 16, Vers 2. Offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der
Wahrheit und diejenigen, die glauben, zu festigen und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die, also Allah, Bruchstrich, wie gesagt, Ergebenen. Ja, so. Das heißt also, die frohe Botschaft, der Heilige Geist, die frohe Botschaft, was euch offenbart worden ist, okay, als Rechtleitung. Warum redet keiner darüber? Heilige Geist. Warum redet keiner mehr drüber? Immer wenn du in die muslimischen Streams gehst, lachen sie über den Heiligen Geist. Ja, Jesus Christus, da, ah, Jesus Christus, dieser, ah, Jesus Christus hat Windeln getragen. Aber dass es bei euch hier vorkommt, was ist denn jetzt? Also, ich weiß nicht. Also, was sagt ihr dazu? Ja, crazy, ne? Ja. Ich finde es auch witzig, dass die sagen, dass Jesus ausgetauscht worden ist. Somit sagen die, dass Gott die Menschen belogen und betrogen hat. Ja. Und es macht nur einer, der die Menschen belügt und betrügt. Das ist nicht Gott, sondern der Satan. Ja. Absolut. Es hat mich gefreut. Ich muss leider weg, aber ich schaue dir eh noch zu nebenbei. Ja. Und ich hätte auch Fitnessfragen, aber die kannst du mir irgendwann einmal dann beantworten, wenn du Zeit hast. Ist kein Problem. Ich mache sowieso ab nächsten Monat ein bisschen mehr Fitness-Content auch. Okay. Ja, dann, ja, dass du mir ein bisschen hilfst, wenn es geht, bitte. Nochmal was? Dass du mir dann ein bisschen hilfst, wenn es geht. Gerne. Gerne, natürlich. Fitness. Gerne. Super, ich danke euch. Gott sei mit euch und ich schaue dir noch zu. Ciao. Tschüss. Bruder, Flex XT Generation will rein. Der hat geschrieben, hol mich rein. Ja, und was will er? Wer ist das? Ich weiß es nicht, Bruder. So, ich bin gleich wieder da, kleinen Moment, jetzt müssen wir mal gucken. So, dann holen wir ihn mal hoch. Hallo, kann man mich hören? Ja. Okay, guck mal, ich wollte was sagen. Und zwar, ich bin keiner Religion angehörig. Also ich bin kein Moslem. Ich weiß nicht, warum du unbedingt irgendwo hingehen. Dass du jetzt plötzlich kein Moslem bist. Ich war noch nie Moslem. Aha. Das letzte Mal, wo ich drin war, konntet mich nicht richtig hören, da wollte ich euch sagen, dass euer Jesus, also ich habe alle diese Bücher durchgelesen, von der Tora, von der Bibel, also Koran, das sogar das Buddhismus, das Hinduismus. Und man kann nicht mitten in einer Serie einsteigen und wissen, worum es geht. Das geht gar nicht. Und diese ganzen Bücher, das sind alles, ist eine Serie. Wenn du die alle durchliest, dann wirst du erfahren, dass es eine Wahrheit in all diesen Büchern gibt. Es gibt eine Wahrheit. Was gibt es für eine Wahrheit? Es gibt eine Wahrheit in all diesen Büchern. Okay, und was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, du bist Gott. Wow. Und weißt du, warum ich das auch durch deinen Jesus sogar und durch den Koran beweisen kann? Guck mal, Jesus sagte, alles ist in mir und ich bin in allem. Kannst du mir wahrscheinlich recht geben, wenn du die Bibel überhaupt gelesen hast? Hey man, come on. Hast du die gelesen? Hast du die gelesen? Oder willst du mich read the Bible, ja. Read the Bible correctly. Stop coming with your weird. Bro, you are a weirdo. Oh my God, you are weird. You are so weird. Oh my God, get out. You're so weird. You are a weirdo. Oh my God, stop talking, man. You are a weirdo. Oh man, seriously, you are a weirdo.
Ganz kurz, ich kann den Typen in einem Satz widerlegen. Das erste Gebot von den 10 Geboten: Du darfst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, wir sind alle Götter oder was? Ja, das ist so logisch. Ey, Mann, ey, Mann. Ey, das ist schon hart, Mann. Solche Leute findest du auch echt nur hier in TikTok. Das hat ein Glaubensbruder gerade von uns geschrieben. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Habt ihr ein Thema heute, Leute? Nochmal was? Habt ihr ein Thema heute? Tatsächlich, sag mal, Urban, wie bist du hier hochgekommen? Hä? Warte mal, wer hat Urban gerade hochgeholt? Ich nicht, Bruder, ich habe keinen Moody, du hast mir... Warte mal, Urban, wie bist du hier hochgekommen? Ich häng gerade. Lexa, was meinst du, wie bin ich hier hochgekommen? Ja, Urban, du bist einfach hier oben, ich habe dich nicht mal hochgeholt, hä? Lexa, mein Bruder, ich bin Papst Urban der Zweite, wenn ich in dein Stream rein will, dann komme ich in dein Stream. Nee, jetzt mal ernste Frage, wie bist du hier hochgekommen? Du hast mich eingeladen. Echt jetzt? Bruder, vielleicht ich hast du Einstellung bei Moody, nein, ist man so von alleine hochkommen. Nein, ich habe gar nichts. Ich war in der Küche am Kochen und da sehe ich Flexer, lade mich ein. Ich dachte, hier gibt es ein Thema oder irgendwas. Nein, das war ein Gin. Ja. Nein, die pinkeln nur. Ganz kurz. Leute, Gottes Segen, ich danke dem Chat erstmal und für die Rosen danke auch. Ja, David, was kann ich denn für dich tun, mein Lieber? Ach nichts, ich bin eigentlich nur aus Zufall gerade hier reingekommen. Ich habe einfach mal drauf. Okay. Nochmal was? Ich habe einfach nur auf Beitreten gedrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich annimmst. Ja, es kommt ja drauf an. Also wir haben ja Islam-Content. Wir tun ein bisschen aufklären. Der eine oder den anderen, dem wird es nicht gefallen. Es gibt Leute, die interessieren sich dafür, die hören zu und forschen selber nach. Deswegen, ja. Und es gibt die, die stur sind und sagen, nein, der Schwarze da, der ist ein Lügner. Das gibt's auch. Ja, von denen gibt's genug. Nochmal was? Von denen gibt's genug, ja. Ja. Lügner. Aber was bist du denn für eine Glaubenskonfession? Bist du Moslem, ja, oder? Nein, ich bin Christ, Bruder. Ich bin Aramäer. Ah, du bist Aramäer? Ja. Okay. Cool. Ich unterstütze aramäischen Brüder und Jesiden. Ne? Das tue ich auch und Armenier. Ja, habe ich schon gelesen. In deiner Caption hier in der Bio steht voll Aramäer. Ne? So muss sein. Flex. War schon dieser friedliche Moslem hier drin? War das schon hier drin? Friedlicher Moslem? Da steht aber nicht Jesiden. Doch, Jesid, also Abkürzung, Jesid. Sagt Jesid, Jesid, sie Jesiden. Spielt keine Rolle. Hauptsache, die wissen, dass ich sie unterstütze. Ne? Ich hole noch jemanden hoch, mal gucken, ob diese Person respektvoll ist. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. In den letzten Tagen hatte ich nur respektvolle Gespräche mit Muslimen. Ohne Beleidigung, ohne Mord, ohne gar nichts. Einfach coole Gespräche. Das war super. Hallo, Erko. Erko GmbH, was können wir für dich tun, mein Lieber? Ist dein Name Flexer oder wie spricht man das aus? Flex, ja. Ja, Flex, eine Frage. Wo ist dein Besitzer? Stummt euch mal kurz alle. Also, dann los, schieß mal los. Komm, fang an zu beleidigen, wir hören dir zu. Ich hatte nur diese eine Frage. Ja, schieß los. Schieß los. Komm, fang an, ich höre dir gut zu. Ich beleidige niemand, ich habe dich nur normal gefragt. Wer ist dein Besitzer? Worauf willst du denn hinaus? Erzähl mal. Ja, deine Vorfahren hatten doch alle einen Besitzer. Genau, und deswegen frage ich dich, wer ist denn der Besitzer? Sag's mir mal. Ja, irgendein Engländer oder so. Ein Aha, Christ. Irgendein Engländer. War es nicht der Araber? Nein. Ach echt? Bist du dir ganz sicher? Oh, ja, wenn du die Geschichte kennst, dann weißt du, wer die früher gemacht hat. Soll ich dir zeigen, wer zwei Schwarze für einen ausgetauscht hat? Das ist jemand, den du folgst. Das ist dein Bruder, den du folgst. Der hatte zwei Schwarze für einen ausgetauscht. Ich kann ihn dir zeigen sogar, laut deinen Schriften. Das ist dein Bro.
dein Bro, den du folgst, der jemanden sagt, hey, trink nochmal Honig, 3-4 Mal und der Typ kriegt noch mehr Bauchschmerzen und sagt, trink nochmal. Das ist dein Bro, den du folgst. Soll ich ihn dir zeigen? Komm schon, Mann. Mach dich nicht lächerlich, Mann. Hör auf, Mann. Mach dich nicht lächerlich. Ist das das Benehmen, das dir dein Prophet beigebracht hat, Erko? Diese Frage? Oder ist das so unnötig, diese Frage von dir, Freund? Sein Prophet. Egal. Der kann nichts mehr sagen. Der ist rausgegangen. Natürlich, mundtot. Der ist mundtot. Er ist rausgegangen. Ehrlich, Bruder, was war das für eine Frage? Ich habe ihn nicht mal rausgeschmissen, Leute. Er ist selber rausgegangen. Fertig. Da braucht man nicht mal viel sagen. Das ist Fakt. Das ist wie bei Deutschland sucht den Superstar. Kennt ihr die? Die sich so immer so groß machen. Vor allem habt ihr gesehen, wie deren Verhalten ist. Der kommt hoch, wer ist dein Besitzer? Kein Wunder. Kein Wunder. Umso schlimmer. Die machen umso schlimmer. Sehr schön Islam. Dafür liebe ich euch, Mann. Kein Wunder, dass die Deutschen die hassen. Ist einfach so. Man kann die Deutschen verstehen. Das ist Islam. Original Islam. Genau wie der Prophet das gemacht hat damals. 2 schwarze Sklaven für 1 ausgetauscht. Financial Transaction. Beautiful. Beautiful. Das ist sehr gut. Deren Geist kommt immer mehr in Erscheinung. Ich finde das sehr gut. Ja, die wissen ja nicht, welchen Geist die bei der Schahada annehmen, ne? Wer in ihnen einkehrt, welcher Geist, wenn sie die Schahada. Ja. Beste. Ich liebe es. Deswegen habe ich ja gesagt, komm, leg los, der soll mal anfangen. Vor allem soll ich euch mal ganz ehrlich sein, Leute. Also ich bin ehrlich, ich würde niemals mir die Zeit nehmen, Leute, in irgendein Stream hochzugehen und die Person zu beleidigen. Das zeigt schon mal, dass du kein Mann bist. Ich würde das niemals machen. Ja, hey, Maru, danke. Das sind, nochmal, was? Das sind gefühlt ihre besten Argumente, einfach nur beleidigen. So kommt ja, vor. Also ich würde niemals, ich bin ganz ehrlich, ich würde niemals zu einem Moslem irgendwo in den Stream hochgehen und anfangen zu beleidigen. Ich habe nicht mal die Zeit dafür, Mann. Ich würde das niemals machen. Einfach nur, weil ich gehe da gar nicht erst rein. Oh Mann. Das ist schon irgendwo traurig, Mann. Ich habe keine Ahnung. Das ist so traurig. Der kommt hoch, der sagt eiskalt, wer ist dein Besitzer? Oh Mann. Ich will zum Hadith möchte hoch, Bruder. Ja, wer möchte mit ihm reden? Weil ich mache nebenbei, suche ich mir was raus. Und über dieses Thema möchte ich dann weiter sprechen. Also wer möchte mit ihm reden? Ich mache das. Du machst das? Oh. Also den hole ich auch. Das ist nicht der echte Liebe zu Hadith. Ja, das ist Anwar. Das ist unser Bruder Anwar. Das ist unser Bruder in Adam. Ja. Anwar, ey. Also gut, ich suche jetzt mal weiter. Ja, Anwar ist bekannt. Flex der Flexer, Mann. Flex der Flexer, Junge. Frag mal in Amerika, was die Schwarzen dort durchmachen müssen bei den Christen. Warte kurz, Anwar, ist dir mal aufgefallen, egal wann du eine Anfrage schickst, Anwar, ich nehme dich immer hoch, ist dir das mal aufgefallen? Ja, ich mag dich auch. Ich schwöre, ich mag dich, Flex. Ja. Wallahi, Jani, auch wenn Anwar, meine Brüder Anwar, mich hassen, aber egal. Anwar, ich habe in deinem Stream was ganz anderes gehört. Ja, ich habe meine Meinung geändert, ehrlich gesagt, aber ich sehe so, Flex, ich bin öfter bei dir, du bist lustig, muss ich sagen, du grabst nur in falschen Sachen, Jani, wenn du im Christentum grabst, dann, du verlässt nicht nur das Christentum, sondern du wirst die Bibel im Trödelmarkt verkaufen, wie das alle machen. Boah, jetzt aber, Kein Problem, hör mal zu, Flex, das mit Heiliger Geist im Koran, da fragen 2 Milliarden Muslime, die werden dir sagen, dass es Jibril, alles mit mir sprechen, korrekt? Flex meinte, seit wann will ich mit dir sprechen? Ganz kurz, Anwar, wir reden gleich. Solange kannst du mit den Brüdern ein bisschen sprechen. Aber bitte sag denen, die sollen nicht beleidigen, damit ich... Ja. Okay, also ich Leute, auch von bitte meiner, tut mir. Islamischen Seite zeigen kann, dass wir auch Liebe haben, Jani. Okay, also Leute, bitte tut mir einen Gefallen an unsere Glaubensbrüder und Geschwister. Okay, ich mache diese Ansage jetzt offiziell. Wir beleidigen ihn nicht. Er ist jetzt hier oben. Wir beleidigen nicht. Wir bleiben sehr respektvoll, Leute.
Und das gilt für jeden, der auch hier oben ist. Ne? Ja, tut uns bitte diesen Ballen nicht beleidigen. Das wäre wirklich sehr, sehr schön von euch. Ne? Okay, eine Frage. Aber jetzt schreibt der, jetzt schreibt der Bruder fünf Minuten Liebe. Muslime lieben Jesus mehr als Jesus. Ich habe eine. Okay, reicht doch mal. Wollen wir jetzt miteinander reden oder nicht? Was willst du denn mit mir reden, Mann? Du bist einer, du und dein Bruder, ihr seid einer, mit denen möchte ich nicht reden lernen. Warum? Das klären wir draußen auf der Straße. Aber alle beide, weil du bist kein Gegner. Alle beide können gerne gegen mich kommen. Ja, bei euch beiden, ich brauche keine Liebe. Flex ist auf meinem Kopf, ich mag Flex. Alleine, weil er Afrikaner ist. Ja, nee, die wurden leider immer unterdrückt. Also so schnell geht das. Ja, nee, so schnell geht das nicht. Du bist der größte Hetzer mit deinem Bruder. Und wie gesagt, Jani. Echt? Ihr könnt beide gerne gegen mich kommen. Und aber wir wollen hier doch nur theologische Gespräche für nichts anderes. Nee, mit dir nicht. Du bist der extremste Islamhetzer mit deinem Bruder und ihr seid Lügner. Haben wir mit Urban rede ich sogar. Urban ist auch, manchmal hat er so, aber der ist auch vernünftig. Haben wir jemals jemanden beleidigt? Ihr beiden, Jani, ihr redet doch immer so stark und so und dies, das. Jani, treffen wir uns doch, Mann. Wallahi, hier bei all den Christen, Jani, beide zusammen. Ich sag ja nicht mal, komm du alleine oder so. Ey, was ist los, Mann? Ja, warum? Flex, ich mag diese beiden nicht. Warum bist du so emotional? Ja, aber Khanja und unser Bruder, die sind ganz normal. Ich weiß, das sind deine Brüder, aber Habibi, Flex, ich mag die nicht. Ich höre, ja, aber die Bruder, reden, Jan, Bruder, ich hab Bruder, nicht, Bruder, persönlich Bruder, weiß nicht, wie die sind, aber die reden so, so abwertend über den Islam, Jani. Ja, aber guck mal, das Ding ist, guck mal, aber die beiden haben dir ja als Mensch ja nichts getan. Die haben, und wir beleidigen, ganz kurz. Wir haben noch nie, wir beleidigen. Erstmal rede wie ein Mensch und sag nicht ey. Sei ruhig, wenn ich am Reden bin, habe Respekt. Okay, du sagst sei ruhig, Flex, ganz kurz. Niemanden beleidigt. Guck mal, der hat zu mir gesagt, sei ruhig. Jani, mir geht das zu weit, hier du redest. Wenn der männlich ist mit seinem Stiftbruder, Jani, dann treffen wir uns doch. Ich lass mich jetzt nicht hier beleidigen, Mann. Okay, wisst ihr was? Ich mach für euch was Schönes. Dann hat jeder Redepause. Flex. Der ist hier, wie denkt nach. Flex, du bist ein Mann. Bring diese beiden hier hin. Ich zeig denen, was ein Mann ist. Guck mal, ganz da gut, kommt jetzt ganz der wahre Geist raus. Nein, ich rede mit jedem Christen. Vernünftig gerne, aber diese beiden. Möge Allah, dass mein Weg mit denen kreuzt. Hört ihr das? Ja, aber es muss ja nicht sein. Ich meine, wir müssen ja keine Gewalt anwenden. Es gibt Sachen, die sein müssen. Es gibt einfach Sachen, die sein müssen. Und darüber. Ja, aber nicht Gewalt. Gewalt ist nie eine Lösung. Ich sag dir ehrlich, Gewalt ist keine Lösung. Und guck mal, Anwar, eine Sache darfst du ja nicht vergessen. Ein richtiger Mann sagt sowas nicht, Bruder. Das darfst du nicht sagen. Guck mal. Ich sag sowas. Also du musst einfach drüber wegschauen. Ein richtiger Löwe. Was dahinter, Jani. Ich habe eine große Klappe, aber ich schwöre, ich treffe mich mit jedem. Jeder, der kommen will, macht mal. Was hast du denn davon, wenn du dich immer mit den Leuten triffst? Jani, ich habe euch beiden die Möglichkeit gegeben, ihr beiden Arsachs, Jani, Arsach und Khinzir, Jani, wenn ihr euch treffen wollt, so. Ja, aber ich möchte mich. Wann, sag mir wann. Okay, ich möchte mich nicht mit dir treffen, ich bin nicht auf eine Schlägerei hinaus, sondern ich möchte nur theologische Gespräche führen, weil ich Christ bin und wir folgen der Nächstenliebe. Ey, ich bin auch Moslem, aber für euch mache ich mir bitte aus deinem Buch zeigen, wo die Nächstenliebe ist, weil steht nicht geschrieben, seid in der Umma barmherzig zueinander, aber zu den Ungläubigen hartnäckig, steht das nicht geschrieben? Wir sollen zu Ahl al-Kitab, aber das ist nicht Ahl al-Kitab. Also ich glaube, wir machen das so. Wir machen das jetzt so. Wir gehen alle mal zusammen nach Berlin und dann sitzen wir uns auf einem Kaffee. Oder wir gehen alle nach Frankfurt und sitzen uns auf einem Kaffee. Alle, einfach nur Frankfurt. Und essen Baklava. Wir sitzen uns einfach ganz normal auf einem Kaffee und reden erstmal. Ich bin fest davon überzeugt, sobald wir uns hingesessen haben und angefangen haben zu reden, sind wir alle Brüder. Essen. Ich weiß es. Aber diese beiden, nie in meinem Leben. Ja, nee, das geht nicht gut aus. Warum? Was haben die denn gemacht?
Ja, die wissen schon, was sie machen. Der und sein Bruder, der stürmt und sagt, der Anwar nennt jeden Christen ein HS. Die haben mich, die haben auf mich, über mich gelogen. Und das schreit nach einem Kampf zwischen mich und die beiden, obwohl die beiden sind keine Gegner für mich, Die dann klärt das doch linken jetzt. Hand. Ja, dann klärt das doch, Flex, bring die beiden zu mir und ich mach die kurz den Erdboden gleich. Oh, Mann, das muss doch nicht sein. Ja, das ist eine Ansage von mir, steh auch dahinter, Steht ihr beiden dahinter, ihr Brüder? Dann machen wir Dinger, wir machen nicht Universum-Boxing, wir machen Christentum-Boxing. Wir machen Straßenkampf, Straße. Okay, Anwar, ich habe mal eine Frage an dich. Ich bin Straßenkämpfer, Kannst du mir eine Frage beantworten? Ich beantworte dir keine Frage, das habe ich schon gesagt. Ich beantworte 100 Christenfragen, aber dir und dein Bruder, begegnet. Aber guck mal, Anwar, gib ihn doch wenigstens ein Flex. Bisschen. Ich mag dich. Ich sag dir das, du redest über den Islam, aber trotzdem mag ich dich, Warum? Weil du bist Afrikaner halt, ja? Ja. Hä? Nein, das ist ja. Und verbindet ja okay, das Anwar. Land, auch wenn du, wenn du anderer Meinung bist, aber irgendwo du bist auch lustig. Ich lache auch viel. Ich bin jetzt einer, nicht nur der so die Welt so eng sieht. Es gibt auch Freude auf der Welt. Ich komme hier bei dir, um zu lachen, weil ich weiß, dass alles, was du sagst, wir widerlegen das im Handumdrehen. Aber es, es geht auch um die Menschlichkeit, Guck mal, du hast zum Beispiel Heiliger Geist gesagt. Jeder Muslim weiß, dass das Ruh al-Qudus, dass das Jibril ist. Jeder Muslim weiß das. Aber guck mal, Bruder. Wenn ich jetzt hier gucke, warte mal, Allahs Hand war der Tora. Nee, das ist es nicht. Ich gehe mal wieder zurück. Guck mal, Flex. So. Viele, Flex, darf ich hier kurz. Flex, lass mal ein Thema hier aufmachen. Ja, ich hab paar Sachen über Flex. Dich gesagt, gebe ich zu. Aber in letzter Zeit habe ich nur gut über dich geredet und meine Brüder feinden mich deswegen an, aber das ist mir scheißegal. Wenn ich einen mag, dann mag ich den. Und am besten einfach in der Moschee oder überall sind einfach die Afrikaner, Ich kann auch sagen, meine eigenen Landsleute sind nicht mal so gut wie die Afrikaner, Sagst du jetzt echt die Wahrheit oder schleimst du? Nein, ich gehe davon aus, dass du die Wahrheit sagst. Erstens, wozu Ich leg mich mit jedem an, wie ist alles scheiße. Okay, das freut mich. Ich bin der Meinung, Flex, ich bin der Meinung, dass wir ein neues Thema öffnen sollten. Meine Brüder kritisieren mich sogar deswegen, aber das kriegt ihr hier nicht mit. Warum soll ich schleimen? Warum ist Jesus laut dem Koran der Teufel höchstpersönlich? Okay, guck mal, Jesus mehr als ihr. Wenn ihr sagt, Jesus hängt am Kreuz, dann triggert uns das extrem, Mann. Erzähl mal, Kamel. Und ich will mit diesem Mann nicht reden, Mann. Stumm ihn kurz. Okay, warte. Alle nur kurz stummen. Wir machen auch gleich einen Timer. Alle nur kurz stummen. Wenn der Urban eine Frage hat, ich beantworte gerne. Bantiot auf den Kopf auch. Blauer Engel, dankeschön. Und an die jesidischen Brüder und Geschwister, ich sehe euch, ne? Liebe geht raus, Leute. Ich liebe euch von ganzem Herzen, ne? Das wisst ihr. Meine jesidischen Friends. Ne? Genau. Guck mal, ich mach das jetzt so, ich zeig dir nur etwas, okay? Guck mal. Wir haben hier und wir gaben, also das ist Sure 2, Vers 87, und jetzt musst du nur ganz gut zuhören, okay? Und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise. Okay? Und stärken ihn mit dem Heiligen Geist. Also du kannst jetzt nicht sagen, der Heilige Geist ist Jibril, wenn aber damit Isa gemeint ist. Flex, damit ist Jibril gemeint. Nein. Guck mal. Flex, bei allem Respekt, sogar wenn ich dir zugucke, ich muss lachen, weil ich mag dich einfach. Sympathie für Afrikaner, Anwar hat viel Sympathie. Alhamdulillah, kein Problem. Dann würde doch Jibril da stehen, da steht aber kein Jibril. Ja, Allah sagt, nennt auch nicht Muhammad mit Namen auch. Er gibt den anderen Namen, Subhanallah. So ist es. Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will und schätzt halt seinen Engel. Er wird auch Ruh al-Amin genannt, der Geist mit der Wahrheit. Ja, okay, guck mal. Rex, Sache, nimmst du das an oder nimmst du nicht? Was soll ich machen? Ich bin hochgekommen, um dir das zu sagen, und Guck mal, ich will ja gar nicht mit dir debattieren, auf keinen Fall. Alles gut, ich meine, du bist ja im Frieden hier, wir reden im Frieden mit dir und ich möchte ja auch, dass die Leute im Chat
Ja. Und noch was, Flex, wallahi, Flex. Yani, ja. Ich sag dir was, wenn ich ein Schleimer wäre, ich hätte nicht so viele Probleme in meinem Leben. Yani, ich hätte weniger Strafen bekommen, ich hätte weniger mit Polizei Probleme. Ja. Wenn die hier im Chat sagen, ich schleime bei gar keinem. Und ich leg mich mit alles jedem. Gut, Anwar, alles gut, Anwar, alles gut. Anwar hat keine Angst vor keinem. Sag ich. Alles gut, Anwar, alles gut. Aber ich mag Schwarze mehr als Weiße, auch wenn die mich Rassist nehmen, ist mir scheißegal, weil die haben Herz und die haben, yani, egal wann die essen, die laden dich mit zum Essen ein. Yani, ich hab auch, yani, in meiner Arbeit, in der Moschee, überall, yani, ich sehe das und ich weiß auch, yani, subhanallah, wer die richtigen Leute sind. Das freut uns, das freut uns. Nee, ja. Es ist ja okay. Ja, ich meine, wenn du ja die Wahrheit sagst, hey, Gott soll dich segnen, wirklich ja, Bruder, aufs Allerhöchste. Ne? Gott soll dich auf Allerhöchste segnen, wenn das ja auch wenn du ehrlich bist, ja. Das wir beten für dich. Wir beten für dich. Ihr braucht nicht für mich zu beten. Ich sollte eher für euch beten, Jan. Aber Anwar, das ist ja was Schönes. Aber Anwar, das ist ja was Schönes. Das ist ja was Schönes, wenn die christlichen Brüder sagen, hey, wir beten für dich. Das ist eigentlich was Schönes. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja, aber guck mal, wenn Mohammed kam nach Jesus. Wenn Jesus nach Mohammed kommen würde, ich würde Jesus folgen. So einfach ist das. Und wir sagen, Isa alayhi salatu wassalam. Okay, aber warte mal, ich verstehe das nicht. Jesus war doch von Anfang an die Wahrheit. Sein Wort war die Wahrheit. Erst kam Moses, dann kamen noch ein paar kleinere Propheten, dann kam Jesus, die Wahrheit wurde verfälscht, Sure 2,75. Ich weiß, was du meinst, aber damit ist nicht die Tora gemeint. Guck mal, ihr könnt nichts dafür, ihr glaubt an Bücher, die... Der eine sagt, Jesus ist Gott, der andere nicht. Bitte, lass uns eine Redezeit machen, bitte. Das machen wir gleich, ich möchte nur den 300 Zuschauer etwas zeigen. Auch an meine ganzen jesidischen Brüder und Geschwister, an meine aramäischen Geschwister und Brüder und an meine aramäischen Brüder. Flex, sehen die dich auch als Brüder? Allahu an. Ja, alles gut. Wie gesagt, wir haben wirklich sehr, sehr wunderschöne Leute da und ich möchte das einfach mal... Würden die dich gerne als Nachbarn haben wollen, würden die mit dir dein Essen, ihr Essen teilen? Allahu alam, ob die das machen. Außer, also Bantiot, warum sagt... Palti, was ist los mit dir? Nein, Bruder, du hast recht in einigen Sachen. Stimmt dir nur zu? Ja, ist so. Auf jeden Fall. Und Afrikaner haben mehr Herz. Glaub mir, je dunkler die Farbe, desto mehr Herz, Jani. Und die anderen, je weißer, desto teuflischer. Ja, ist so. Je weißer, desto teuflischer. Liebe zum Hadith, mein Mann ist auch Afrikaner. Ja, mashallah. Was soll ich dir sagen? Die haben mehr Herz, ganz einfach. Und mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala und per Prophet sagen, die kommen eher als wir ins Paradies. Weil die müssen in dieser Welt ganz ertragen. Kurz an die Leute im Chat, bitte keine Jesiden stummen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass jemand gestummt worden ist. Bitte keine Jesiden stummen. Warum stummen die Jesiden, Jani? Keine Jesiden stummen, bitte. Keine Jesiden stummen, bitte. Bitte, genau. bitte. Also alles gut, Diana. Ich meine, es kann ja sein, dass es aus Versehen ist, ne? Wir möchten die Aufklärungsarbeit führen, deshalb Anwar, bitte kein Smalltalk mehr, sondern Aufklärungsarbeit, wir reden miteinander. Ich hab dir gesagt, mit dir rede ich. Hier ist Jesidenhass. Niemals würden wir Jesiden hassen. Nie, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Niemals. Nein. Wir lieben jeden, wir lieben auch die Muslime, wir lieben jeden. Wir sind Christen. Ihr liebt Muslime, wallahi, das ist Lache, Mann. Wallah, das ist. Okay, dann lass miteinander reden. Wenn Flex bereit ist, die Redezeit einzustellen, dann können wir gerne über bestimmte Thematiken reden, die sehr interessant sind, die auf TikTok noch nie angesprochen wurden. Das Hauptthema mit dem, was ich gleich beginne, wirst du gleich hören. Ich bleib noch. Also, will ich nicht sollte, nur mit sollte denen und seinem Bruder nach einem Fight anfangen? Rede ich mit denen, ohne zu kämpfen, ich rede mit denen nicht. Keine Jesiden-Bashing, Jungs. Ganz kurz bitte, Leute. Keine Jesiden-Bashing hier drinne, bitte. Wir beleidigen hier kein Jesiden, weil sonst das funktioniert hier nicht. Ich lies das hier schon im Chat. Keine Jesiden beleidigen, bitte. Was treibt dich dazu, dass du dich so emotional gekränkt fühlst? Ich weiß, stoppt mich immer, wenn ich bei euch bin. Und Leute, der lügt immer über mich. Halas. Ganz kurz, ich möchte euch nur was zeigen. Okay, Leute, schaut euch das selber an, also an die 300 Zuschauer. Sure 2, Vers
87, Leute. Ihr könnt alle mit mir gemeinsam zusammenlesen. Und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn, also Isa, stärkten Isa mit dem Heiligen Geist. Damit ist kein Jibril gemeint. Das sehen wir. Ganz klar, stärkten ihm Isa mit dem Heiligen Geist. Für dich ist jetzt das frage für ich mich aber, warum wird das hier ignoriert? Das wird nicht ignoriert. Wir wissen direkt, dass das damit Jibril gemeint ist. Wir wissen das sofort. Nein, ja, aber hier steht doch, stärkten ihn mit dem Heiligen Geist, ja, aber das ist er wo gemeint. Wo steht das? Ja, Mohammed ist auch immer der Heilige Geist. Wo steht das? Jibril, der Heilige Geist ist. Bitte, bitteschön. Wo also, steht das? Ich sehe hier kein Jibril. Es gibt also bestimmte Hadithe, wo Mohammed eindeutig einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen Geist und Jibril. Es gibt sogar einen Hadith in Sahih Muslim, wo er sagt, ich bete zum Heiligen Geist für Wissen. Und Jibril war sogar neben ihm, als er das gesagt hat. Ich kann das gleich raussuchen, ich bin noch mit den Kleinen beschäftigt. Also es gab einen Unterschied zwischen Jibril und dem Heiligen Geist. Mohammed selber hatte den Unterschied gemacht. Muslime wissen, dass das Jibril da aber, ist. Aber erstens, du kannst auch andere Muslime fragen, ich werde dir das... Guck mal, ich muss ganz kurz unterbrechen. Erstens, Jibril kann kein Heiliger Geist sein, weil der Heilige Geist ist Gott. bei euch ist das so, Herr Flex. Wir sind unter. Du kannst nicht den Koran mit der Bibel gleichsetzen. Ja, aber Isa, hier steht nichts von Jibril. Leute, wir haben 300 Leute hier. Wir haben dir doch könnt gestern ihr, gezeigt, seht ihr hier irgendwas gestern mit gezeigt Jibril? Dass Jibril ein Engel ist und ein Engel wird als Heiliger Geist und damit ist nur Jibril. Ja, aber darf ich dir was sagen, Anwar, als Mohammed? Guck mal, ich habe die Zeichnung sogar hier. Guck mal, ich mache das jetzt mal ganz schön. Zeichnung, ich habe mich erst mal 5 Tage kaputt gelacht, deswegen. Ja, aber das ist, guck mal, ich muss dir das zeigen, weil damit aber, du verstehst, ich mein, worauf ich hinaus bin. Das geht Haar an der Grenze, Flex, diese Zeichnung. Also du musst oder Flex, Babu möchte hoch. Guck mal, ja, ich hol Babu gleich hoch. Hier ist Mohammed. Er ist auf dem Weg zur Höhle. Okay, Mohammed. Ich musste das jetzt so zeichnen, sorry, tut mir leid, aber ich musste das jetzt ganz schnell zeichnen. Besser, du hättest einfach nichts gezeigt, einen Punkt und gesagt, das ist Mohammed. Ja, nee. Okay, mach. Ja. So, jetzt guck mal, Mohammed auf dem Weg zur Höhle. Okay, warte, ich hol mal jetzt Babu kurz hoch. Kleinen Moment, weil Babu will unbedingt hoch. Ja, wo ist denn Babu? Der ist jetzt wieder weg. Babu ist wieder weg. Guck mal, du warst gerade so schön am Lesen. Lies mal Sure 2,75 vor. Ich kenn den Sure schon. Ich kenne das. Aber das würde dann, diese Schrift dann quasi, das wäre ein Widerspruch. Weißt du? Aber warte kurz. Wir wollen jetzt erstmal das zu Ende machen. So. Die Juden Mohammed was das Zeug hält, Mann. Warte kurz, Bruder Herz, warte kurz. Guck mal, hier ist Mohammed auf dem Weg zur Höhle. Okay? Er ist auf dem Weg zur Höhle. Alleine. Okay, wir haben auch Sheikhs, die das... ups. Ja, das ist richtig. Ja. Er geht immer zur Höhle. Ja, genau. Hört ihr mich gut oder schlecht? Wir hören das nicht gut. Wenn der nicht zur Höhle gehen würde, würde das auch bei euren Schriften nicht passen, denn das wurde auch prophezeit. Genau. Aber zu welcher Zeit ging er immer zur Höhle? Immer, wenn es dunkel war, richtig? Genau, richtig. Genau, okay, so, jetzt drehen wir um. Auf einmal kommt da ein Engel Jibril. Okay? Hast du den Engel so gemalt, ein Engel? Er hat 600 Flügel. 600 Flügel, Namen, ja, richtig. Genau. Dieser Engel hat 600 Flügel. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn er 600 Flügel hat, bam, er kommt. Mohammed war am Beten, okay, weil das hatte er schon in sich gehabt, ja, dass er diese Verbindung quasi mit Gott hatte. Und auf einmal plötzlich sehen wir, ganz kurz, so, und dann sehen wir, boom, der wirkt ihn. Er drückt ihn gegen die Brust bis zur Erschöpfung. Mohammed rennt weg und Mohammed wusste nicht mal, ob es ein Engel ist. Und weißt du, wer das bestätigt hat? Waraka. Waraka sagte, das ist ein Engel. Aber Waraka war nicht mal dabei. Also woher soll Waraka wissen, dass der hier ein Engel ist, dieser Jibril? Ja, das ist leider nicht so. Warum wusste das nicht Mohammed? Weil Mohammed ist ja weggerannt. Mohammed wusste nicht mal, dass das ein Engel ist oder sonstiges etc. Er wusste nicht mal, was das war. Stell dir vor, du bist in einer dunklen Höhle und da kommt sowas auf dich zu. Jani,
Ihr habt Angst vor einem Schatten, Mann. Dann, was denkst du, wenn sowas auf euch zukommt? Ja, aber warte mal. Guck mal, Bruderherz. Wir haben hier ein Problem. Ein Engel erscheint dem Propheten und er drückt ihn auf der Brust bis zur Erschöpfung. Und er rennt weg. Tu mir mal noch einmal einen Gefallen, Flex. Sag noch mal, wenn ein Engel kommt, was sagt er? Ja, fürchte dich nicht. Ja, aber es ist doch die Wahrheit. Das ist so. Du hast so viele Comicfilme geguckt. Oh. Na, okay, wenn der Todesengel kommt, was sagt er? Oh, Flex, fürchte dich nicht. Ich komme deine Seele holen. Ja, aber ein Engel muss doch keinen Menschen Angst einjagen. Mein Gott, bewahre, Flex, dir ein langes Leben geben und mögst du zum Islam kommen. Oh Mann. Auch wenn du noch so viel Scheiße über uns redest, aber ich mach trotzdem Dua für dich. Ja, aber da müssen wir doch ehrlich sein, Mann. Guck mal, ich hab dir das doch gezeigt. Guck mal, vor Flex, 300 mal, Leuten habe ich dir doch Flex, die Quelle Flex, gezeigt. Ich weiß nicht, ein bisschen, vielleicht hast du mich kennengelernt oder so. Denkst du, Jani, wenn der Islam nicht was hätte, was uns da reinzieht, glaubst du, ich würde da drin bleiben? Ja, oder glaubst du, ich würde jemanden anbeten, der weißer ist als ich? Guck mal, oh nein, das... Ja, alles gut, Flex, ich bin... Wollen wir mal qualitative Gespräche führen in einem Dialog? Aber was mischt er sich da unten ein, diese 0815? Aber gib mal vielleicht dem Bruder auch eine Möglichkeit zu reden an. Oder Flex, guck mal, ich bin konsequent. Wenn die beiden sich gegen mich prügeln, ich höre den fünf Stunden zu. Okay, ich habe eine Frage an dich. Was hast du gegen uns? Bitteschön. Ja, weil erstens dein Bruder, ich möchte jetzt hier keine Beleidigung aus, der labert den größten Mist. Und der sagt, Anwar hat zu jedem Christen HS gesagt. Ja, nee, das hast du doch den gesagt. Und auch den zu mir nein, hast du hab das ich nicht. Gesagt. Auch zu hab mir hast du das gesagt. Sonst würden Christen nie mit mir reden, Mann. Ihr beide... Lass mich ja, nicht bitte. Reden, Mann. Nein. Du sagst jetzt, reden. Leute, wir haben jetzt 330 Zuschauer. Ja, was? Ich will, dass wir das jetzt durchziehen. Was hast du gegen mich und meinen Bruder? Hab ich dir gesagt, ihr seid die größten... Okay, du kannst uns so beleidigen. TikTok, ja. Jetzt ich beleidige euch rein. Nicht. Was ich beleidige euch. Lasst uns treffen, ja, ich sag alles zu euch. Was treffen haben wir? Was haben wir gemacht, dass du uns hast? Ihr seid die größten Schwätzer auf TikTok. Und Lügner. Ja, aber Leute, und beleidigt. Okay, warte. Nein. Wo? Nein, guck mal, Flex, bitte stumm. Der kann mich herausfordern mit seinem Bruder. Wo, warum immer diese scheiß Reden an oder hat keinen Bock beleidigt? Zu reden jetzt? Nein, du antwortest jetzt. Ich antworte nicht. Forder mich heraus, dann antworte ich. Dann hast du das Recht, wie ein Mann beleidigt? Zu sagen, antworte. Warum lügst du? Warum? Seid ruhig, fordert mich beide heraus und dann kannst du antworten. Guck mal, du kannst nicht argumentieren, sagen, du lügst Problem. Über uns. Okay, wir machen Redezeit. Ich lüge über euch, ich mache alles, scheiß drauf, ich fordere euch beide heraus. Oh je. Alle beide. Wir machen jetzt ein bisschen Redezeit. Also wie gesagt, ich habe eine große Klappe ab und zu, ja, ich habe auch was dahinter. Ihr beiden, ihr zwei... Arsach und Trinseriani, wenn ihr beide Männer seid, fordert mich heraus, heute, morgen, übermorgen. Lasst mich nicht so lange warten. Ihr seid die größten Heuchler auf TikTok. Jeder Muslim kennt euch. Jeder Muslim weiß, was ihr für Scheiße aus eurem Mund rausholt. Aber was haben die denn gemacht, Anwar, was dich so triggert? Ich verstehe oder dich über, nicht. Über so lange die hetzen gegen uns extrem. Aber und, was denn? Ja, die sagen Sachen und zum Beispiel, die machen sich lustig über unseren Propheten, aber auf extremster Weise. Und, ja, aber diese beiden, jeder Muslim hasst sie. Und ich hasse sie am meisten, Jani. Und normalerweise, guck mal, ich verschwende mein Leben nicht mit Hass. Aber diese Leute sollen meine Faust spüren. Okay, jetzt. Letzter Stelle. Wir haben uns noch nie über irgendjemanden lustig gemacht. Wir sprechen rein theologisch aus biblischer Sicht. Dieser Mann ist hasserfüllt. Wir sind keine Hetzer. Wir sprechen theologisch, rezitieren aus einem Buch. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du das als Hetze siehst, dann will ich gar nicht wissen, was du siehst, beziehungsweise wie du das siehst, was du und deine Dauerleute machen. Wenn du uns als Hetzer siehst, was bist du dann? Dann wärst du laut deiner Aussage der Hetzer aus Deutschland höchstpersönlich und müsstest für deine Hetze in den Knast landen. Der Verfassungsschutz sollte dich beobachten, wenn du uns schon als Hetzer siehst. Das sind nur Rezitationen. Wir haben noch nie jemand beleidigt. Jeder weiß selber, wir sind die respektvollsten auf dieser Plattform. Bloß der Punkt ist ganz hart und
direkt, ihr könnt theologisch, rhetorisch, philosophisch nicht mit uns mithalten. Ihr seid die größten Wahrheitsverdreher, erstmal. Die größten Wahrheitsverdreher, yani. Jeder Muslim weiß, wie diese beiden Brüder agieren und was für Lügen die kommen. Yani, ich brauche nicht hier viel zu sagen. Und sowieso haben die uns Muslime immer im Visier. Wir Muslime brauchen nur einmal rechts Visier. Oder links zu gehen. Das Nein, das stimmt nicht. Und ich sag noch okay, mal was. Warte, ganz kurz, Flex, guck mal, ich bin ja hier in Deutschland geboren. Meine Freunde sind Christen. Yeah. Wallahi, wenn ich ein Christenhasser wäre, ich würde mir selber jeden Tag Opfer geben. Meine Freunde sind jetzt noch Christen. Und die hören hier zu auch. Manchmal sagen die, ja, guck mal, du musst das manchmal ein bisschen anders ausdrücken und dies, das und so. Aber eine Sache, diese beiden Hetzer, die bringen mich zum Weißglut. Die haben die Fitna zwischen uns gemacht, zwischen Christen und Muslimen. Du Lügner, was du bist. Du bist ein Lügner. Gut, du hast eine, guck mal, Flex, der sagt Lügner, das ist eine große Klappe. Warum treffen die beiden sich nicht einfach mit mir und wir machen einen kurzen Prozess, Mann? Oh Mann. Uns theologisch, rhetorisch, philosophisch nicht mithalten. Du theologisch, rhetorisch, du kriegst ein Logik von mir und wirst die Erde niemals. Er will das Schwert zücken, aber weißt du, was die Bibel sagt? Wer das Schwert zückt, wird durch das Schwert umkommen. Alhamdulillah, tötet mich, Junge. Das Beste, was den Muslimen passieren kann, ist der Tod, Mann. Was für zwei Hampelmänner. Ich bitte euch beide an, beide gleichzeitig, Mann. Was seid ihr für Feiglinge, Mann? Vielleicht hast du was falsch verstanden. Das gilt nicht alle Christen, wenn ich das hier sage. Aber diese beiden, ich habe besonders einen Hass gegen die. Ja, siehst du, dann sieht man, dass du hasserfüllt bist. Ich bin kein hasserfüllter Mensch. Warum rede ich hier korrekt mit Flex und so? Der macht auch jeden Tag Content gegen Islam oder so. Ja, aber vielleicht so, machst du Ausnahmen. Okay, eine Nein, Frage. Du machst bestimmt Ausnahmen. Okay, eine Frage, ich mache keine Ausnahmen. Es gibt Leute, Frage. Christen auch, die machen auch gegen uns Content. Aber die sind Warum anders. Hier? Aber diese beiden Warum dort, hier? Die sind... Wir sind doch alle genau gleich. Vor allem okay, aber kann ich wenigstens was dazu sagen, Leute? Guck mal, das Ding ist, wir haben ja alle unseren Content, ja, gar keine Frage. Aber ich finde, wir dürfen uns aber nicht gegenseitig drohen. Ich meine, wenn jemand ein Argument hat und sagt, hey du, ich bin mit dem, was du da sagst, nicht einig, ja, denn Flex, wenn jemand sagt, der nennt alle Christen HS. Komm, was ist das? Dann ist das Rufschädigung erstens und zweitens, Jani, hetzt der gegen mich. Wenn du uns diese hetzt, beiden, guck mal, diese egal. Beiden, Flex, ey, ganz kurz, ey, diese beiden können ihre Schlachten nicht selber schlagen. Lass mal eine Minute. Diese beiden können ihre Schlachten nicht selber schlagen. Du weinst die ganze Zeit hier, du hast gesagt, Mohammed war ein vertrauenswürdiger Mensch. Was steht im Koran? Steht nicht Kedab und Eschir? Ein arroganter Lügner, steht nicht ein Hexer, steht nicht ein Verrückter im Koran. Die Koran selbst sagt das Gegenteil. Woher willst du wissen, ob er ernst? Ja, der Koran sagt, Kedab und Eschir, ein arroganter Lügner, steht im Koran. Keiner hat ihm gefolgt in 13 Jahren, haben ihm nur 60 Leute gefolgt. Keiner hat ihm geglaubt. Und nur die Penner haben ihm gefolgt. Ja, ist doch so. Wie viel sind ihm gefolgt in 13 Jahren? Wie viel? Guck mal, du siehst, wie viele Muslime wir sind, aber das ist nicht das Problem. Mohammed war der beste Mensch. Sein Onkel hat ihn beleidigt und seine Töchter weggeschickt. Ja, deshalb kam auch Tabet Yada Abi Lahab bin Watab. Aber guck mal, ich muss ganz kurz was sagen. Das ist, es liegt mir ganz, ganz stark auf dem Herzen. Guck mal, Anwar, du hast ja gemeint, ja, ihr Muslime, ihr werdet gehetzt, ihr werdet gejagt und dies und das. Habe ich aber nicht gesagt, dass wir gejagt werden. Keiner kann uns jagen. Wer kann uns jagen? Keiner. Ja, aber du hast ja vorhin gemeint, so ja, es wird ja gegen euch gehetzt, etc. pp. Ja, aber was sagen wir denn zu unseren jesidischen, Brüdern und Geschwistern? Die tun mir leid, ja, die Jesiden werden auch unterdrückt. Weißt du, das geht gar nicht, was mit denen passiert ist, aber keiner redet über die Jesiden. Das tut mir auch leid, ja, das tut mir auch, das sind Menschen. Menschen. Ja, genau. Aber Muslime, ihr könnt uns töten und ihr habt uns nicht mal unterdrückt, ja. Was soll's? Das Paradies, das Jenseits, ja, aber, ist besser als das Diesseits. Bist du ganze Zeit vom Mord und Totschlag? Sei mal ruhig, ich sage das. Hast du nichts anderes im Kopf? Weil er gesagt hat, wir Muslime werden unterdrückt und so weiter. Sei mal ruhig jetzt. Komm, kämpf gegen uns. Wie verhältst du dich?
Ja, ihr beiden, für euch beiden, das wir gilt, sind Christen, bis, wir bis sind von der seine Seele genommen wird, das gilt du, für euch beide. Du folgst nicht Jesus. Du sagst, dass Jesus der Teufel ist. Warum ist Jesus der Teufel? Antwortet. Ihr seid der Teufel, du und dein Bruder, ihr seid der Teufel. Jesus ist warum nicht der Teufel. Warum siehst du Jesus? Oh, Leute, beleidigt euch doch nicht. Antworte, du Hetzer, was ich habe nicht beleidigt. Du und dein Bruder, Jesus ist der Teufel. Du Juden und Christenhasser. Du Juden und Christenhasser, was du bist. Ja, guck mal, was der hier lügt drum. Juden du, das ist die Wahrheit. Und das kann es jeder gibt manche Juden, es gibt manche Juden und Christen, die haben bessere Charakter als Muslime. Jetzt hör mal auf. Warum sagst du, dass Jesus schlimmer als der Teufel ist? Du und dein Bruder, ihr warum beide. Warum sagst du, dass Jesus schlimmer ist als der Teufel? Runterflex, ansonsten machen runter, weil das wird eskalieren, glaub mir. Nein, das Ding ist, ich kann jetzt niemanden rausschmeißen, weil, wie gesagt... Warum soll ich ausgerechnet drunter geschmissen werden? Nein, ich Muslim bin, oder was? Nein, keiner schmeißt dich raus, keiner schmeißt dich. Ich will nur, dass ihr respektvoll seid. Ja, ich bin respektvoll, Flex. Ich will nicht mal viel reden. Der mischt sich einfach die ganze Zeit. Seid doch Männer, du und dein Bruder. Verteidigt doch eure Ehre, Mann, und kommt hier hin. Guck, Leute, hört ihr das? Hört ihr das alle? Hört ihr ja, das alle? Lass sie das hören, kein Problem. Wo ist das? Guck mal, wir möchten mit Respekt sprechen, mit Liebe. Was geht? Gegen euch beiden Brüder, ja, ich hab was. Ich hab Hass. Alter, guck auf eure Nacken. Was geht? Mach mal langsam jetzt, Mann. Ey, das gibt's doch nicht. Ich schwör's euch, Jungs, alles gut. Gottes Segen an alle in eure Familien, alles gut. Gottes Segen. Bleib mal dabei, jetzt mach ich den Spuknige. Heute ist albanischer Nationaltag. Ich hab's ein paar Mal geschrieben, Flex reagiert einfach nicht. Bruder, was ist mit dir los? Nein, ich hab das wenn da nicht gesehen, weil das Ding ist, die Kommentare sind gerade so schnell, ich komm da gar nicht mit. Guck mal, Alba, Bruder, direkt zu dir. Ich bin Ex-Moslem, Albaner, Kosovo-Albaner. Ja. Hey! Diese Diskussionen machen keinen Sinn. Guck mal, wirklich, ich sag das so oft, ich bin jetzt auch nur deswegen reingekommen. Chip Tor. Ja, ey, guck mal, es ist so wie eine, man messt. Ich schwöre bei Gott, wenn man ich messt, was gegen Christen habe, soll ich tot umfallen. Aber diese beiden... Bruder, meine Mutter ist noch Muslimin, pass auf. Meine Mutter ist Muslimin. Ich sag dir eins, wir haben nichts gegen Muslime. Es geht um den Islam, Bruder. Jetzt pass auf, wir kritisieren ihn von unserer Seite. Natürlich fühlt ihr euch vielleicht gekränkt, ja, aber... Du als darfst nicht den Islam kritisieren, das sagt doch niemand was. Ja, pass auf, aber als Menschen dürfen wir keinen Menschen hassen oder so ähnliches. Bruder, guck mal, das macht hier keinen Sinn, weil... Ihr sagt ja, nein, wir zeigen euch, ich sag nein, das ist so, das macht gar keinen Sinn. Versucht in Frieden zu bleiben, feiert den Nationalfeiertag von Albanien heute mit und bleibt locker. Albaner sind gute Leute, was soll ich dir dazu sagen? Ich schwör's euch. Guck mal, Flex, mir liegt das am Herzen. Bitte macht euch mal ganz kurz alles stumm, mir liegt das wirklich gerade am Herzen. Das ist okay, mir dann wichtig. Stummt euch nur ganz kurz, Leute. Genau, ich bin in 3 Minuten spätestens weg. Stummt euch alle. Ich möchte mit Anwar reden. Okay, Anwar, kannst du dich nur kurz stummen? Das wäre wirklich sehr lieb. Nein, er soll bleiben. Ich will mit ihm reden. Guck mal. Nee, ich will nicht mit denen reden. Ich will nicht mit denen reden. Ich will mit dir reden, weil du Lügen über uns hast. Ich rede nicht mit dir. Wo? Wieso hast du uns? Antworte. Ich hasse euch, ja. Wieso? Kann ich ganz offen zugeben und ich habe kein Problem damit. Sag mir den Grund, wieso du uns hast. Ihr seid die Haupthetzer. Ich habe euch sehr oft was zugehört. Was macht uns? Und besonders dein Bruder hasse ich sogar noch mehr. Vielleicht dich weniger, aber dein Bruder noch viel mehr. Okay, was macht uns zu Hetzer? Ja, aber hassen ist doch nicht... Nein, ganz kurz, Flex. Bitte, Bruderherz, bitte. Mir liegt das gerade wirklich auf dem Herzen, weil das sagen die jedes Mal und das sind Lügen. Was macht uns zu Hetzern? Sag mal. Guck mal, du bist überall und du bist auch, du bist nicht mal gemocht, Jani. Du redest zwar jetzt hier so lieb und nett und dies, das, aber auch auf so eine Art kann man auch extrem hetzen, Jani. Und ihr einfach stellt den Islam in so einem Licht dar, Jani. Ganz einfach. Was? Ja? Ihr stellt uns so schlecht dar und immer mit deinen Argumenten auch, aber er, dein Bruder viel mehr. Aber du bist auch nicht ohne. Und es gibt vieles, das sollte man besser hier nicht klären oder okay, sagen. Guck mal, der trainiert schon da oben. Also du hast jetzt gesagt, weil wir Argumente haben. Oder? Nicht Argumente, nein. Das sind, guck mal hier, Marshall, nicht eure Argumente. Der ist zwar so dünn wie ein Arm von mir, aber egal.
Ja, nicht so Argumente, wie ihr die habt. Ihr seid die extremen Islamhetzer und jeder Muslim weiß das. Ja, aber warum denn? Was macht warum? Das? Warum? Frag dich warum, keine Ahnung, ja? Guck mal, wir haben noch nie jemanden beleidigt. Was an deinem Charakter und so, wir vielleicht haben noch nie dann mögen beleidigt. Wir dich, aber warum? Das fällt schon mal weg. Wir haben noch nie jemanden beleidigt. Das heißt, das fällt schon mal weg. Das heißt so. Beleidigen, ey. Ihr hetzt so gegen Nein, nein, haben wir jemals jemanden beleidigt? Sei wahrhaftig und antworte. Sei wahrhaftig. Ich kann auch in Sachen reden und brauche nicht zu beleidigen. Okay, ich möchte das nur von aus deinem Mund hören, damit du ehrlich bist. Du bist doch ehrlich, korrekt? Alhamdulillah. So, haben wir jemals jemanden beleidigt? Sei bitte ehrlich in diesem Punkt. Joke, beleidige mich und ich tu dir nichts. Beleidige den Islam. Okay, habe ich auch deinen Glauben beleidigt? Nein, habe ich nicht. Sehr ehrlich. Hast du. Nein, über unseren Propheten abgesprochen. Was habe ich gesprochen? Was habe ich gesagt? Diese Worte wiederhole ich nicht. Nein, da kannst du jeden Muslim gesagt. Auch fragen. Jeder Muslim, wenn ich lügen sollte. Du bist ein Lügner, ich habe nichts gesagt. Guck mal, okay. Guck mal, du hast mich jetzt gerade auch Lügner genannt. Flex, das ist auch eine Beleidigung, erstens. Und zweitens. Merkt ihr das? Er sagt, Lügner ist jetzt eine Beleidigung, Lügner weil er ist keine Beleidigung. Argument hat. Egal, was, man halt die Schnauze. Junge, wenn ihr ein Problem habt. Immer am Beleidigen, jedes Mal. Du bist am Beleidigen, ja? Du bist über uns hört ihr das? Am Lügen und Beleidigen. Hört ihr da, bitte! Bitte! Oh Mann. Ja, macht Flex, was ist los? Fehlt denen Männlichkeit oder so? Ich fordere euch beide heraus, beide. Nein, das Ding ist, Gewalt ist doch keine Lösung, Anwar. Ich meine, das Flex, ist doch. Flex, manchmal schon. Manchmal schon. Ja, aber nicht in dieser Situation. Das ist doch. Ey, ich hab gefühlt gegen 5 Leute was und diese beiden sind mit an Top Nummer 1. Diese beiden. Ja, aber warum? Wieso streitet ihr euch, Alter? Lass doch einfach sachlich sprechen, Mann. Okay, sachlich sprechen, wir machen's kurz und knapp. Anwar, wenn ich sage, Mohammed ist kein Prophet, ist das für dich eine Beleidigung? Ihr sagt Pädophile und sowas. Nein, das sagen wir nicht. Wallahi, das sagen wir nicht. Und ganz kurz, das sind Lügner, ja. Wir können gleich weiterreden, Leute. Ganz kurz, Keller, was können wir denn für dich tun? Ja, ich wollte eigentlich nur mitsprechen. Also, wenn er sagt, dass unser Prophet kein Prophet ist, ist okay, weil wir sagen auch, dass Jesus nicht Gott ist. Von daher ist es erstmal okay. Korrekt, danke. Okay. Ist das jetzt eine Beleidigung, was ich getätigt habe? Oder ist das nur Theologie? Flex. Das ist eine Theologie, also es ist ja keine Beleidigung. Ja, das ist ja erstmal noch okay. Nee, was ist okay? Aber ist es eine Beleidigung? Und solche Sachen nein? Ist halt dann ist das ein, wenn ich sage, ich glaube nicht an Mohammed, ich folge nicht Mohammed und der Koran ist nicht Gottes Wort, ist das eine Beleidigung für dich? Wenn du jetzt nein, sagen das ist würdest, ja keine Beleidigung. Nein, ganz kurz, nicht, ganz kurz, jetzt kommt dein Widerspruch. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, ist es, dann bitteschön, dann beleidigst du uns Christen auch. Danke. Also, jetzt frage ich dich. Schlag deine Schlachten selber, Mann. Nein, ist das eine Beleidigung? Ihr seid beide unverschämte Leute. Wenn ich sage, der Koran ist nicht Gottes Wort, ist es für dich eine Beleidigung? Junge, der tut nur hier so. Keller, hör den nicht wenn, an. Wir reden jetzt miteinander. Also, ich sage, der Koran für mich ist es keine Beleidigung erstmal. Ist das jetzt eine Beleidigung, Keller? Für mich nicht, nein. Für mich persönlich nein, nicht. Für dich nicht? Okay, dann fragen guck wir Anwar. Guck mal, der Chat wieder hier ist. Anwar, ihr seid wenn alle ich zu ein Stück sage, Scheiße im Chat. Die sagen, der Koran unser Prophet ist ein Pädophiler. Wort. Möge Allah eure Seele gnädig sein, ja? Ja oder nein? Leute, oder die können Leute, doch gar nicht ich sagen. Ich muss ganz kurz reingrätschen. Guck mal, es ist ganz wichtig. Guck mal, Anwar, die Community hier bei uns, das ist gar kein Problem. Die würden ja nicht beleidigen, aber die Leute sind ja auch getriggert. Es kommt ja immer darauf an, was du, sagen wir mal, über die Christen gesagt hast oder wie das rüberkommt. Weißt du, was ich meine? Also, da fühlen die Leute sich schon, sagen wir mal, angegriffen. Ja, es kommt. Das ist kein Problem, Flex. Ich sag dir was. Zum Beispiel, die Leute fühlen sich getriggert, weil wir bestimmte Sachen sagen. Erstens, wir sagen nichts aus unserem Kopf. Es steht drin. Aber wenn die sagen, Pädophil, Jani, ihr zwingt die Muslime, Jani. Okay, dieses Argument kann ich auch widerlegen. Ganz einfach. So, mal angenommen, wir haben es mal nur angenommen, ne, was wir nicht gesagt haben, mal angenommen. Wie würdest du jemanden nennen,
der eine 6-Jährige mit 50 Jahren datet? Sei ehrlich. Nur mal angenommen. Er hat ihn nicht gedatet. Das war damals vor 1400 Jahren. Ah, jetzt sprichst du über damals. Okay. Das war vor 1400 Jahren. Erstens, und Rebecca war dreimal jünger jetzt? Als Aisha. Was machen Aisha? Die jetzt? Ganz kurz. Was Rebecca war jünger ganz kurz, als Aisha. Ich muss noch mal reingrätschen. Guck mal, Anwar, damit wir dieses Thema für alle mal abschließen, ja? Rebecca war nicht drei. Ich habe mir das mal ganz in Ruhe durchgelesen. Die Rebecca war nicht drei. Die war keine drei. Aber wir können gerne, du kannst, guck mal, wir können ja diesen Vers auch rausholen und wir können dann gemeinsam von Anfang an bis zu Rebecca komplett zusammen durchlesen. Du wirst sagen, oh, okay, das hätte ich wohl doch nicht sagen sollen, weil diese Rebecca war keine drei. Flex, guck mal, das Rabbi Rashi bestätigt das und das war ein großer Rabbiner. Und die sagen auch, du darfst eine Mädchen mit 3 Jahre und 1 Monat heiraten. Eine, was denn Islam aber nicht. Aber warte kurz. Rabbi, Mary, interessiert mich. Mary, Moment, hallo, Bruder. Moment kurz. Ja. Mary, ich glaube, Mary, du willst was sagen, weil du bist sehr wissend. Auch Flex ist lustig, Mann. Ich weiß nicht, warum ich immer lachen muss, wenn ich Flex sehe. Aber aus Gutem, nicht jetzt so aus. Ganz kurz, ja, ihr Lieben. Na, ich will halt 2-3 Wörter für Anwar sagen auf Tunesisch, wenn das geht. Anwar, tahki tunsi, enti? Nahki tunsi, na. Tahki tunsi, ali sutek, wenn ich es mal fiek. Naam, nahki tunsi, naam. Tahki tunsi, behi Anwar. Anwar, ki wahid yjik, wenti ma'arz. بنتك عمرها 6 سنين ويجيك واحد عمره 51 سنة ولا 54 سنة يقول لك نحب نعرس بنتك شنو تقول له؟ صراحة ما بيناتنا هذا صار معناها 1400 سنة يعني 1400 سنة هذا كان شيء آخر وهي كانت مخطوبة قبل ما جي تجوز الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب هذا كان انا بناتي تعرف قداش عمرهم بناتي 17 و16 وانا ما نعطيهمش الا ما كملوا يقراوا وكملوا يا انور ريت انت هاك قلتها فما يا انور يقولوها الكل هذا كان قبل يا انور هذا ما يدخلش هذا قبل وفي هذا في الحاضر لا 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 قبل راهم يا انور هما بيدهم يعني يا انور لو العقل راه ما يقبلش راه والمورال نتاع الانسان ورجولته والعقل ما يقبلش راه يا انور توا ما يقبلش ما هما في كتابهم كانوا يعرسوا ذاك قبل كانوا يقتلوا انت تقبل يا انور هو القران مش قال لي هو حاضر لكل زمان يعني ولكل وقت وكل شيء شوف قبل مش كانوا يقتلوا البنات قبل معناها يدفنوهم حيين قبل ما جاء الاسلام هي يا أنور سمحني يا أنور شوف راني أسمعني أنا راني نحترم الناس الكل نحترم عقائدهم الناس الكل راو أسمعني راو مانيش نطمعوا في الشخصيات ولا في العباد راو احنا ما نعرفوش العباد يا أنور لكن احنا نكريكتيو في كتاب ولا في معتقدات راو مش معنى نكريكتيو فيكم انتوما ولا نطمعوا فيكم انتوما في شخصيتكم راو أنا نعرف أنت تحب بنيتك وتحب لهم الحاجة الباهية لكن يا أنور تعمق بالقد أمان ننصحك تعمق في الأحاديث بالقدية وتعمق في حياة الرسول كيفاش كان ننصحك نصيحة يا أنور على خاطر بناتك على خاطر بنياتك راه نقولها لك أسمع كلامي يا أنور وكان أنتي بالحق تتلوج على حقيقة يعني راك مش تلقاها يا أنور البنات متاع توا مش كيما بنات متاع 1400 سنة ما تنجمش راهو ما يدخلش يا أنور يا عايش خويا ما يدخلش كيف يا أنور راهو البنات اللي قبل كيف عمرها 6 سنين ولا توا عمرها 6 سنين كيف يا أنور شكون دخلها كانوا يدفنوهم البنات اسمعني أنا قبل كانوا يدفنوهم قبل ما جاء الرسول بالقرآن والكل معناها كانوا يدفنوا البنات خاطر ما يحبوش البنات معناها البنات معناها حاجة فقر قبل أعوذ بالله معناها فهمتك يا أنور هذيك حاجة أخرى احنا نحكيو على hier ganz kurz festhalten. Okay, gut, die Nachricht ist jetzt angekommen, was ich Ihnen jetzt sagen wollte. Mary spricht ja die Wahrheit, Leute, ne? Deswegen ja, immer gut zuhören. Jetzt Mary, jetzt nochmal. Anwar, der hat mich jetzt gut verstanden. Als ich mit ihm auf Tunesisch gesprochen habe, der hat jetzt einfach die Nachricht, was ich Ihnen jetzt sagen möchte, vermitteln möchte, hat es jetzt verstanden. Ich habe ihm gesagt, okay. Der soll wirklich, guck mal, wir greifen ihn nicht an und wir greifen nicht die Muslime. Im Gegenteil, ja. Wir lieben die Muslime. Aber wir kritisieren ja. Einfach, wir haben das Recht zu kritisieren, ein Buch oder eine Ideologie, ja?
Aber das heißt nicht, dass wir euch hassen oder hetzen. Genau. Das hat damit genau. gar nichts zu tun, ja, Anwar. Ja, nee, wir haben auch kein Problem, dann hasst uns, wir haben kein Problem. Aber du sagst, dass du uns hasst, ja, Anwar. Wer mich hasst, ich schwöre bei Gott, ich werde ihn nicht ein Haar krümmen. Wer vor mir meinen Propheten beleidigt, ich werde den beerdigen. Ja, Anwar, Reime, ich Beleidigung. Ja, Anwar, ich bin Jiburana Kadin mit Hadith um Koran Rao. Der tätigt Aussagen, die niemand getätigt hat. Niemand hat irgendjemanden beleidigt. Niemand hat irgendjemanden beleidigt. Anwar, und ich sage dir eine Sache, ganz kurz, bitte, das, Mary, das ist gar nicht böse gemeint. Aber das hat mit Beleidigen nichts zu tun, ja, Anwar. Du musst es nicht das verstehen. Warum sind wir diesen Fakten im Koran? Ich kann euch verstehen. Guck mal, Kritik, der Islam duldet doch die Kritik. Ihr sollt uns kritisieren, damit wir euch erklären, ja, so und so. Und wenn ihr das super, wo ist das Problem? Ihr habt eure Religion, wir haben unsere Religion. Super, wo ist das Problem? Okay, Anwar, dann lass uns das aufklären. Okay, dann akzeptier das, wenn wir sagen, okay, in Sura zum Beispiel, nur mal was denn ich oder ein Hadith, das steht so, dann schlag selbst ich aus. Ich akzeptiere das, ich bin aber auch ein bisschen verdauert. Ich will das. Aber ich muss kurz was erwähnen. Nicht so krass radikal denkt über den Islam wie mit. Aber ich muss trotzdem was hinzufügen. Guck mal, Anwar. Auch wenn wir hier, legen wir mal diese Religionsgeschichte mal komplett beiseite jetzt mal kurz, okay? Guck mal, wenn ich mir das Ganze so anschaue, ja, also die Aussagen, die du ja tätigst, ja, zum Beispiel wie, ja, aber wenn jemand meinen Propheten beleidigt, dann muss ich ihn das machen. Da frage ich mich eigentlich, dein Gott erlaubt es dir aber niemanden zu töten, weil wenn du jemanden tötest, so wenn sei ich es sage beerdigen, dann hast du es auch nicht unbedingt wortwörtlich gemeint. Ganze Menschheit getötet. Ja, aber dann tätige diese Aussagen nicht. Ja, guck mal, und das nächste ist... Das sagt aber jeder, Mann. Hör mal zu, wenn du sowas sagst, dann beerdige ich. Meint man aber damit, dass man den beerdigt, Mann? Gib den ein paar Klatscher, okay, Mann? Ja, boah. Anwar. Flex, was hätten die mit uns gemacht, sowas wie du und ich vor 300-400 Jahren oder in Amerika vor 150 Jahren? Solche Leute wie du und ich, wallahi, die hätten uns nicht mal mit den Arsch angeguckt, andere Straßenseite, nicht mal die gleichen Sachen. Wir müssen Angst haben, wo wir uns zeigen. Die Christen sind gefährlich. Ja, was aber, hat das gerade damit Leute, zu tun? Leute, was Leute. Hat das mit der Bibel zu tun? Bruder, warte mal. Bruder, warum lügst du? Was wer hat die Sklaverei abgeschafft? 1960 in Saudi-Arabien. Welches Land war das? Guck nach Amerika, Mann, was vor 100 Jahren. Nein. Amerika mit der Bibel. Wer hat die Sklaverei in Saudi-Arabien 1963 oder 64 abgeschafft? Ja, wer? Das waren die Amerikaner. Die Amerikaner, also die haben doch die Leute versklavt, in Amerika, Mann. Die haben die Schwarzen immer an der Front geschickt, immer. Anwar, bitte. Mann, wenn die Angst hatten, einen Krieg zu führen, hat der gesagt, ja, ich lasse meinen Sklaven hier Krieg für mich führen, der macht das. Anwar, okay, kein Problem, ich zeige gleich, warte mal. Bis 1960 hatten die noch in Mekka einen Sklavenmarkt. Und die aufgrund des Druckes der Amerikaner wurde dieser Markt geschlossen. Bis 1960, dazu gibt es noch einen sehr guten Dokument. Was haben denn Christen mit Afrika gemacht, Mann? Ich rede jetzt nicht von aramäischen Christen oder so. Ich meine, die Christen, ja, nee, die haben uns, Afrika war... Lass mich antworten. Kann man Sklaverei mit Jesus rechtfertigen? Genau, danke. Steht leider auch drin, du sollst deinen Sklaven, ja, wenn der nicht auf dich schlägt, du ihn prügeln. Wenn er nach zwei Tagen nicht stirbt, wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen. Altes Testament, mosaisches Gesetz. Ja, 10, 28, du musst das doch kann beibehalten. Kann ich Sklaverei mit Jesus Christus rechtfertigen? Guck mal, Aramäer, diese Sache, guck mal, eine Sache muss man bei Aramäer sagen. Er kann es nicht sagen, weil es nicht geht, aber ich kann Sklaverei mit Mohammed rechtfertigen. Ganz kurz, Aramäer muss man bei diesen Sachen auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil diese Leute, die haben auch... lassen auch ihre Töchter jungfräulich in die Ehe gehen und die haben auch Liebe, aber nicht zu Muslim. Zu Muslim sind die anders, aber das sind eher andere Christen, die dort in Afrika gewütet haben und das sind ganz bestimmt nicht Leute, die unsere Hautfarbe haben. Anwar. Ich sage ja, je heller du gehst, desto rassistischer werden. Anwar, عايش خويا نعطيك نصيحه باهيه شوف كي تدخل انت لهنا وكل شيء هكايا في الستريمز هذوما حاول باش معناتها ما توريش لي انت عندك هكايا كره في قلبك ولا حاجه هكا ضد المسيحيين ولا ضد معتقدات اخرى حاول ما تسبش حاول باش تكون هكا عندك شويه صبر باش تفهم حاجات ننصحك خاطر راهو انت كي تعمل العكس راهو هما
يقولوا ريت 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 تقول ريت احنا عنا الحق راهو هو الاسلام هو يدعو للكراهيه وللقتل انت توري لهم يا انور راهو فشتيست فهمتك هذاك علاش تقول تبدل شويه الواحد نتاعك باهي لكن هما يجبدونا اكثر من احنا نجبدوهم نحكي مع اخت من خوها ich habe mehr christliche freunde als muslimische صحيح ملا وريني انت تحبهم وريني انت in meiner heimat wir haben von einem teller gegessen wir haben keine probleme aber eins muss ich sagen sind andere missionare die machen welle und das gefällt mir nicht leute aber eins muss ich sagen ich könnte mary die ganze zeit zuhören man die hat so eine wunderschöne stimme es ist der wahnsinn bei dir geht's nur um frauenfleck ich höre bei dir egal wo du bist ne Es geht bei dir nur um Frauen, Mann. Vielleicht sollst du doch den Islam annehmen, damit du 4 heiraten darfst, weil eine Frau wird dir auf keinen Fall reichen. Was hat das damit zu tun? Oh, ey. Frau reicht nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, mir reicht mein Mann. Ganz ehrlich. Also ich bin ehrlich, eine Frau würde mir niemals reichen, ich bin ehrlich. Aber ich das ist dein Prophet, das ist dein Vorbild. Du musst auch handeln wie dein Prophet. Nein, der Islam ist gerecht. Du kannst nicht zu einem Volk kommen, der 100 Frauen hat und du kommst mit einer Religion. Ja, jetzt darfst du auf einmal nur noch eine Frau heiraten. Und in manchen ist das üblich, wo der einfach nur eine Frau hat, da ist der nicht benachteiligt. Aber der 100 Frauen hat, hatte Adam 4 Frauen? Was Adam hatte, interessiert mich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ja, die haben die Frauen halal gemacht. Gott segne dich hier an. Alhamdulillah. Gott soll dich segnen. Ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Und jeder, der ein Mann ist, der wird meiner Meinung sein. Nicht die Perlen vor die Säue. Der kein Mann ist, der wird nicht meiner Meinung sein. Er ist verloren. Ja, aber Anwar, ich hoffe. Möge der Herr Abrahams dich von ihm. Warte mal, aber Anwar, ich hoffe, dass du aber trotzdem. Irgendwann mal, oder guck mal, Amber, weißt du, was ich dir sagen kann? Ich gebe dir einfach mal ein paar schöne Dinge mit, so von meiner Seite aus. Wenn du betest, ja, lass mir mal alles zur Seite, lass mir mal diese Aufklärungsarbeit ganz kurz, komplett mal zur Seite. Wenn du beten tust, frag einfach mal, wenn du wahrhaftig bist, frag einfach mal den Herrn oder frag Gott oder was auch immer. Wer bist du? Bitte sag mir, wer du bist, Gott. Und ich gebe dir. Ich habe gefragt und der sagt mir immer, mach aus Flex ein Moslem. Oh, jetzt Anwar, lass uns ehrlich sein. Guck mal, jetzt lass uns mal sachlich bleiben. Guck mal, frag ihn einfach. Und ich bin fest davon überzeugt. Guck mal, Flex, ich sag dir was. Du wirst deinen heiraten. Wir machen erstmal Sujud zu Allah. Ist das eine richtige Frau? Bevor wir irgendwas anfangen, eine Arbeit auswählen, machen wir Sujud. Ja, ich frage mich, warum ihr den Islam so kritisiert, obwohl wir eigentlich Liebe im Islam haben. Also man soll nicht mit dem Islam... Wo steht das denn? Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt... Nee, dass du deine Nächsten lieben sollst, dass du anders gläubig lieben sollst. Das gibt es im Islam nicht, wir haben keine Nächstenliebe. Warum lügst bist du Moslem, lieben wir dich. Bist du kein Moslem, dann... Habt ihr das gehört? Guck. Ja, wo ist die Gerechtigkeit? Ich weiß, dass ihr nur das hören wollt. Ja? Du hast dich gerade widersprochen. Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, ich habe mich nicht widersprochen. Ich sag doch, nur das, du hast dich widersprochen und im Nachhinein die Wahrheit gesagt. Du musst immer auf deinen Satzbau hören, wie du deinen Satz bildest. Ganz wichtig. Es ist scheißegal, was du hören wirst. Allah liebt die Gottesfürchtigen. Ich bin gottesfürchtig. Ob du gottesfürchtig bist, Bist du das Geschöpf von Allah? Jedes Geschöpf, was du Unrecht tust, du wirst in Yawm al-Akhirah dafür zur Rechenschaft gezogen. Genau, du auch, korrekt? Wir werden erst recht dafür sorgen. Wir, genau. Ihr nicht, eure Sünden sind doch schon vergeben, ob ihr uns Muslime tötet oder nicht. Bei euch ist das... Wir töten niemanden, aber ihr wollt wir uns töten. Wir töten niemanden. Ihr gegenüber die Muslime. Okay, über die Muslime. Holt ihr das Alte Testament hervor, wie zum Beispiel 1. Samuel 15,3. Was bei Muslimen passiert? Wendet ihr das du redest die ganze Zeit von Moral. Du sprichst was habt ihr in Irak gemacht? Moral. Was habt ihr in Irak gemacht? Was passiert, 2,7 Millionen Muslime getötet. Was passiert? Okay, Moment. Ich muss kurz einschreiten. 2,7 Millionen Muslime. Warte mal, Bruderherz, warte. Das darfst du jetzt nicht sagen. Was habt ihr in Irak gemacht? Was habt ihr denn mit Jesiden gemacht?
Bruder? Was haben die Moslems mit den Jesiden gemacht? Ja, wie viele Jesiden sind gestorben durch muslimische Hand? Sag mal. Vorher durch also muslimische Hand. Also mir tut mehr. Das von Herzen weh. Jesiden werden bis heute noch verfolgt. Das tut mir oh, so weh, werden Mann. Die, verfolgt. Die werden auch von Christen verfolgt. Ja, Ey, ganz kurz, lass doch einfach mit den Büchern. Sei mal ehrlich. Lass doch einfach mit den Büchern und Hadithen argumentieren. Flex, was haben Christen mit Afrika gemacht? Lass mit den Quellen argumentieren. Was haben Christen mit Afrika gemacht? Wenn Iman kommt, was passiert in Afrika gab es Berge aus Gold, das haben die Christen was sich gekalt was passiert und mit den Juden und Christen, angelassen. Wenn Iman Mahdi kommt? Antworte. Du willst nur hören schlechte Sachen über Na, warum? Du willst nur hören. Er sagt selber, du willst nur. Also gibt es ja, schlechte nein, Sachen. Du willst nur hören, dass wir gibt schlechte Sachen, wenn Iman Mahdi kommt. Wenn du in gibt es schlechte Koran Sachen, Beispiel, wenn Iman Mahdi kommt. Da steht, tötet keine Frauen, keine Kinder. Okay, wir machen jetzt mal Showtime. Tötet Kinder. Bei euch steht immer, tötet Frauen, tötet Kinder. Warum ist Jesus so? Warum? Okay. Machst du Zeit? Machst du eine Zeit? Dann reden wir. Also okay. Mach jetzt Zeit, jeder kann dann reden. Mach mal zwei Minuten, bitte. Was die Christen mit dieser Welt gemacht haben, Muslime werden niemals das Gleiche machen können in 100 Millionen. So, an allererster Stelle. Shalom Aleichem, Friede sei mit euch alle. Dieser Mann ist ein eiskalter Lügner, der spricht die ganze Zeit über Moral. Dann habe ich eine Frage an dich. Was passiert mit den Menschen, wenn Iman Mahdi kommt? Was passiert mit den Menschen, wenn Iman Mahdi kommt? Erstmal antwortest du darauf. Der zweite Punkt ist, Jesus ist laut dem Koran der Teufel höchstpersönlich, weil der Messias, Isa el-Messi, hat seine Mission fehlgeschlagen. Isa el-Messi hat beziehungsweise, um genau zu sein, 2 Milliarden Menschen dazu gebracht, in die Hölle zu gehen. Isa el-Messi ist der Grund, dass 2 Milliarden Menschen in die Hölle gehen. Erstens machst du, beziehungsweise dein Glaube aus Jesus, einen Teufel. Der zweite Punkt ist, nirgendwo in der Schrift wird Mohammed prophezeit. Ich sage dir warum. Weil wenn die Juden sagen, wir haben mit den Muslimen, sind wir uns ähnlich, dann können die Juden auch sagen, mit den Jesiden sind wir uns ähnlich. Dann geht's einfach nur um dieses ein Gottglaube, was einfach nur kritisiert wird, nichts anderes. Weil wenn die Muslime so ähnlich mit den Juden sind, Gegenfrage, warum sind die Juden keine Muslime? Warum sind die Juden keine Muslime, wenn Mohammed prophezeit wird? Warum hat niemand auf einen Propheten gewartet, wie Mohammed? Jeder hat nur auf den El-Messi gewartet, auf den Messias, und jeder wartet heute noch auf ihn. Er ist gekommen, er ist auferstanden und er kommt wieder. Du bist ein Lügner, du bist ein maximaler Lügner, verbreite keine Lügen über unseren Glauben. Wir haben die 10 Gebote Mose, die ihr nicht habt. Wir Christen haben die 10 Gebote Mose, die ihr nicht habt. Ihr habt das ewige Gesetz, die 10 Gebote Mose, habt ihr verworfen. Und eine Frage an dich. Ist Gottes Wort verfälschbar? Wenn ja, heißt das, Gottes Wort hat 600 Jahre nicht existiert? Das heißt, Gott hat nicht existiert. So, ihr Lieben, hört ihr mich? Hört ihr mich, ihr Lieben? Hört ihr mich? So. Und zwar, was ich sagen wollte. Anwar, auch, es ist auch gerade jetzt zu dir jetzt, was ich gerade sage, ja? El-Messih, Jesu el-Messih, der Herr Jesus Christus, hat auch gesagt, ja? Nach mir wird niemand mehr kommen. Kein Prophet, nichts, gar nichts. Kein Nabi, kein Prophet. Er hat gesagt, ich habe alles beendet und ich habe alles vollkommen erbracht, beendet. Es wird nichts mehr nach mir kommen. Und wir nehmen der Herr Jesus Christus bei Wort. Was er gesagt hat, ist die Wahrheit und bleibt auch die Wahrheit. Es ist kein Prophet mehr, wird kommen. Er hat schon gesagt, wer nach mir kommen wird, er wird ein Lügner sein, ein Verführer sein, und es wird nicht von mir kommen, es wird nur vom Teufel kommen. Und von daher, wir glauben, was der Herr Jesus Christus gesagt hat. Erstens. Zweitens, wir haben in der Bibel keine Kinderehe. Und was mit Rebecca, dass wir immer jedes Mal
anhören müssen. 50.000 Mal müssen wir das erklären, dass Rebecca niemals 3 Jahre alt war. Und wir haben das auch belegt, ja, in der Bibel, in den Schriften, alles. Drittens, Anwar, der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Also erstmal zu den Wellensittich da unten, der immer sagt, Lügner, Jani. Erstens, du bist der größte Lügner. Und zweitens, Christen, was die auf der Welt gemacht haben, Afrika, haben die auseinandergenommen. Die sind reicher als ihr. Sie werden hier nicht sein müssen, wenn ihr ihre Länder nicht geplündert hättet. Christen, okay? Das ist euer christlicher Glaube. Ihr könnt reingucken. Für dich zählt zwar altes Gesetz nicht mehr, aber wenn es um Länder ausrauben geht, da kommt auf einmal das Alte Testament zum Vorschein. Und hier im Chat auch, benimmt euch mal auch. Ihr seid sowieso die größten Heuchler. Und wenn ihr so redet, Jani, kann man euch ehrlich gesagt nicht ernst nehmen, weil Muslime haben keine Atombombe geschmissen, Muslime haben keine Massenvernichtungswaffen hergestellt, Muslime haben überhaupt keine Waffen hergestellt. Kommt alles von den Christen. Und was ihr, wie gesagt, auch wenn ihr das nicht wahrhaben wollt, Jani, im Irak haben sich alle getroffen, Deutschland, Spanien, Frankreich, alle haben sich dort bedient, so wie die sich auch in Afrika bedient haben. Und Afrikaner wären 100-mal reicher als ihr und müssen nicht hier hinkommen, weil die dort ausgeraubt werden, wurden, getötet wurden. Wenn die nicht, ja, aber Anwar, du bist doch Afrikaner, du bist doch selber schwarz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Das beste Land auf dieser Welt, aber wir wurden ausgeraubt und man hat nichts. Es gab Berge voller Gold in Afrika und die haben sich das alles genommen. Die Christen leben nur in ihren Ländern so, weil die uns ausgeraubt haben. Wenn wir das alles hätten, sie würden hier arm sein und Scheiße fressen. Ja? Aber Anwar, eine ernste Frage. Was ist da mit den Arabern, die eines der größten Sklavenmarkt auf der ganzen Welt? Was ist mit denen? Es gab auch Araber, die keine Muslime waren. Es gab Khawarij, es gab alles. Aber alles waren jüdische Schiffe und so weiter und christliche. Flex, guck mal nach Amerika. Okay. Leute, diese Aussage, die Muslime bringen, Christen, 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 Christen. Es gab Historiker, die haben zusammengerechnet. Die meisten Quellen geben Zahlen für die islamische Geschichte der Expansion von ungefähr 350 bis 300 Millionen Menschen, die gestorben sind durch die Verteidigungskriege von Mohammed, der sich ja bis nach Wien verteidigt hat. Es war der längste Verteidigungsgeschichte der Welt, hat ungefähr 380 Millionen Menschen das Leben gekostet, 20 bis 30 Millionen sind durch Sklaverei gestorben, also wie gesagt, wir können jetzt aufzählen, was in der Geschichte passiert ist, wer was gemacht hat, aber wir können ja heute sehen, was die Menschen machen. Die Sklaverei in Saudi-Arabien wurde durch Amerika beendet, die Sklaverei in Amerika wurde durch Weiße beendet. Das waren alles Weiße. Und zu der Zeit, als es in Amerika Sklaverei gab, hat der Papst einen Brandbrief geschrieben an die Amerikaner, dass sie das sofort unterlassen sollen, dass die Schwarzen genauso gute Christen sind wie wir und auch gleichwertige Menschen und sie sind nicht anders zu behandeln. Das Christentum hat es nicht gemacht, das waren Menschen, Atheisten. So, eigentlich bin ich fertig. Wie gesagt, merkt euch die Zahl, 380 Millionen. Sind durch die Verteidigungskriege von Mohammed bis nach Wien gestorben. Die Muslime haben keine Massenvernichtungswaffen gebaut, richtig. Sie haben den Koran, das ist eine Massenvernichtungswaffe. Mary, ich mach dich mal ganz hoch und dann lasse ich Latina gleich reden. Mary, können wir Hesekiel Kapitel 36, Vers 4 lesen. Ich habe dich jetzt einfach mal hochgemacht hier, Mary. Gleich bist du dran. Ne? Ich mache den Timer mal raus und dann ist okay. Moment, Show beenden. Können alle wieder ganz normal reden. Und dann ist Flex, okay. Da ist einer, der hat mein Profil. Kannst du den bitte löschen im Chat, Jani? Da ist einer, der hat mein Profil. Oder ich muss runter. Das geht leider nicht. Ich muss jetzt runter. Ich habe schon geschrieben. Genau, ich kann das sagen. Mal, ja? Jani, ich habe was zu sagen. Weiße haben bestimmt gleich die Rechte in Afrika für die Afrikaner. Genau. Sondern Segen, die Afrikaner haben sie selber geholt. Gottes Segen, Mary. Ich habe mich gefreut, dass du hier warst. Sehr qualifiziert. Alhamdulillah, haben die ihr Recht selber geholt. Sehr schöne Argumentation. Ich würde gerne noch was hinzufügen. Und zwar,
Wir können Anwars Punkte ganz einfach widerlegen. Das, was im Alten Testament steht, beziehungsweise das mit den Völkern, 1. Samuel 15, Kapitel 15, Vers 3 und etc., das sind keine universellen Gesetze. Knockout. Der zweite Punkt ist, das, was du immer auf die christlichen Länder beziehst, diese christlichen Länder, lass mich ausreden. Bibelverse in der Maschinengewehr drauf. Wenn ich am Reden bin, bist du still, okay? Mann, sag ruhig, du bist kein Mann. Wenn ich am Reden bin, ganz kurz. Du bist ein kleiner Kind, Mann. Anwar. Ich bin kein Christenhasser, aber ich hasse euch Brüder. Flex, er soll ihn aussprechen lassen, das ist nicht fair. Er soll ihn aussprechen lassen. Ja, das ist sonst nicht fair, Anwar. Nicht aussprechen, er ist frech, Mann, er ist frech, den muss man munter. Ja, aber Anwar, das ist sonst unfair. Das funktioniert ja so nicht. Ja, Flex, aus Liebe zu dir, wallahi, ich bin respektvoll ab jetzt. Okay, danke, danke. Okay, bin ich jetzt? Ja, klar. Der zweite Knockout ist, er argumentiert immer mit christlichen Ländern. Eine Frage an dich. Sind die christlichen Länder der Maßstab für die Bibel? Zweiter Knockout. Dritter Punkt ist mit Isa und Imam Mahdi. Ganz einfach. So, bevor wir mit den eigentlichen Fragen beginnen, müssen wir hier festhalten, dass Jesus im Islam den Mahdi eindeutig untergeordnet ist. Hört alle jetzt zu. Der Antichrist wird 10 Hörner haben. Der falsche Prophet wird 2 Hörner haben. Die Hörner stehen für Macht. Desto mehr Macht, desto mächtiger. In Offenbarung 13 steht drinne: Der Drache ist der Satan. Der Antichrist symbolisiert das Tier. Der falsche Prophet Isa in Offenbarung 13, Vers 11 stellt sich vor und er wird 2 Hörner haben. Hört zu, wie ein Lamm. Die Betonung liegt auf wie. Wie wird als Vergleich gezogen vom Originalen. Somit ist Isa das Wie und nicht der wahrhaftige Jesus. Die Bibel sagt, dass in der Endzeit 2 falsche Persönlichkeiten auftreten werden, die dem Drachen Satan dienen. Und der Islam erwartet Mahdi und Isa, 2 und 2. In beiden Fällen, hiermit bestätigt der Islam die Prophetie aus der Bibel. Isa wird die Juden und Christen töten. Er wird gegen sein Volk sein, obwohl Jesus für sein Volk kam. Der Antichrist aus der Bibel, ich bin gleich fertig. Der Antichrist aus der Bibel wird erscheinen, um die Juden und Christen zu verführen. Das ist hart. Isa möchte die Juden und Christen zum Islam zwingen. Wenn sie es nicht annehmen werden, werden sie umgebracht. Hör zu, jetzt interessant und Knockout. Der Antichrist und das weiße Pferd in Offenbarung 6, Vers 2. Der Antichrist kommt mit einem weißen Pferd. Wer wird aus islamischer Perspektive mit einem weißen Pferd kommen und als Sieger dargestellt? Imam Mahdi. Mahdi wird 7 Jahre regieren und Verträge abschließen. Mahdi wird 3,5 Jahre für Frieden am Anfang sorgen und 3,5 Jahre für Chaos, wie es im Buch Daniel steht. Wichtig, das ist nur eine theologische Theorie, aber die sehr, sehr viel sagt. Wow. Wow. Wow, Leute. Wow. Gut gesprochen, aber halb gelogen. Jesus wird wiederkommen. Rabbi, und Kinder töten. Rabbi, das war brutal gerade. Nein. Offenbarung 223, Offenbarung 223. Jesus wird Kinder töten. Jesekiel okay, schlagen Sie auf. Wird Kinder töten. Er geht nicht auf den Punkt ein. Alle sehen das gerade. Wie gesagt, das hat schon biblisch zu tun, was im Irak passiert wurde. Und zwar, die haben Bibelverse auf ihre Maschinengewehre gehabt und Dings Bush hat gesagt, dass we do this in the name of Jesus Christ. Wenn es um Muslime töten geht, habt ihr immer schnell Alte Testament und Afrika ausrauben genauso und hört auf zu lügen. Aber ich sage nur noch eins. Du wirst sehen am Ende des Tages, wenn Jesus Christus wiederkommen wird in den Wolken, dann wirst du sehen. Guck mal, Jesus Christus. Dann wirst du sehen und dann gibt's kein Zurück mehr, glaub mir. Ich habe keine Angst davor, aber Jesus Christus wird wegen euch wiederkommen müssen, weil ihr sagt, Gott sagt zu ihm, warum sagt ihr seid mein Sohn? Kommen. Und warum sagst du, was hast du denen erzählt, damit die sagen, dich für Gott halten, Jan? Ihr könnt nichts dafür, das sind eure Schriften, die euch belügen, ja? Ihr könnt nichts dafür. Ich kann so erzählen, was du willst. Ja, ich weiß, dass du das hörst. Erstmal, Messiah, wenn du christliche Freunde hast, bist du ein Kufar. Und Islam, wenn du Islam verlässt, dann bist du umgebracht. Da wirst du nicht umgebracht. Prophet sagt, da steht in eurer Schrift. Lass guck mal, du rechtfertigst alles hier. Du lügst hier wie gedruckt. Keiner glaubt dir. Ihr lügt wie gedruckt. Ihr müsst das Alte Testament annehmen, aber ihr verwerft das. Jani, ihr wisst, was mit euch passiert, wenn ihr das Alte Testament nicht akzeptiert. Ja? 10, 28 Hebräer. Lies das mal bitte vor. Und
Ich sag euch was, der Antichrist, ja, wird kommen und ihr würdet den für den richtigen Christenhandel halten. Ja, nee. Nein. Doch, wir werden den Antichristen erkennen an seinem Zeichen, an seinem Mal. An seinem Mal. Wir werden den erkennen, da steht Käfer drauf. Und ihr werdet den folgen. Und viele Juden werden ihn auch leider folgen, weil die haben. Okay. Der Isa kommt später. Und das mit dem ist zwischen Satan, Isa und euch. Wisst ihr, wie Satan, der Morgenstern, auf Hebräisch heißt? Ja, aber ihr nennt doch Jesus Morgenstern. Okay, ganz kurz. Morgenröte. Lass mich wieder ausreden. Ich hab wieder was. Boah, der hat Morgenröte. Oh, Satan bzw. die Morgenröte heißt auf Hebräisch Helal. Was ist Helal und auf was ist Helal bezogen? Hilal auf den Islam. Was ist das Mahlzeichen des Tieres, mit dem wir verkaufen und nicht verkaufen können? Helal. Das bezieht sich auf Islam. Es ist nicht die NWO, New mal, World Organization oder New so World schlecht Order, reden, keine Ahnung. Wollt, ja, nee. Ey, sei ruhig, wenn ich am Reden bin. Guck mal, darf der so mit mir reden? Du hast Respekt vor mir. Du hast okay, keinen Respekt. Okay, wir müssen jetzt mal, alle mal runterkommen. Ich habe keinen Respekt vor dir. Wir müssen jetzt alle mal runterkommen, Leute. Habe ich nicht. Werde ich auch niemals haben. Genau, dann bitte mach dich stumm, wenn ich am Reden bin. Okay, bitte. Ich bitte dich. Mach dich stumm, wenn ich am Reden bin. Mach dich stumm, wenn ich am Reden bin. Nein. Wir machen das einfacher. Der redet gerade wie ein Mann, ist aber keiner. Moment, nicht beleidigen. Ich habe ihn doch nicht beleidigt, Mann. Guck mal, wir machen das so. Moment. Damit das locker ist, wir machen das so jetzt. Flex immer mit seiner Kugel. Wenn Unruhe ist, dann muss ich immer ein bisschen eingreifen jetzt. Genau, warte. Kannst du mir die Zeit nochmal von vorne geben? Warte, noch nicht. Rede, ich erneuere das immer wieder, okay. Alles gut. Also, erstmal Salam Aleikum an alle und dann Hallo an die Muslime. Hebräisch, Morgenstern, Satan, auf Hebräisch heißt Helal. Das Mahlzeichen des Tieres, mit dem wir nicht verkaufen, mit dem wir nicht kaufen und verkaufen können werden, wenn wir es nicht annehmen, ist der Islam. Helal. Jetzt ganz wichtig zu beachten. Die Bibel sagt uns alles voraus. Es ist nicht Bill Gates, auch nicht Klaus Schwab mit der neuen Weltordnung. Es ist der Islam. Der Islam wird an die neue Weltordnung kommen. Er wird auch siegen. Er wird zeitlich begrenzt siegen, weil wir Christen haben schon gesiegt. Seitdem Jesus auferstanden ist. Und Jesus wird wiederkommen. Und du wirst den Teufel anbeten. Du hast den Teufel zum Vater. Du bist ein Christenhasser. Und ich sage dir eine Sache. Du sagst, dass Jesus Christus, der heiligste Mensch, der jemals gelebt hat, beziehungsweise immer noch lebt, der Teufel ist. Jesus Christus, der heiligste Mensch, Isa el-Messi, Yeshua el-Messi, bringt laut seiner Ideologie 2 Milliarden Menschen in die Hölle. 2 Milliarden Menschen kommen wegen Isa a.s. in die Hölle. Das ist ja heftiger als der Teufel. Isa, Jesus, ist ja heftiger als der Teufel, Mann. Der ist heftiger als der Teufel. Wozu brauchen wir den Teufel, wenn wir Isa haben? Laut seiner Ideologie. Yeshua el-Messi, der allein wahre Gott, Johannes 17,3, das stimmt alles. Wir glauben an einen Gott. Wir glauben an einen Gott. Wir sind Christen. Alhamdulillah Jesus. Alhamdulillah Jesus Christus. Alhamdulillah Jesus. Amen. Jetzt darf er. Warum lässt du mich immer als erstes reden? Aber egal. Guck mal, der ist. Nein, du darfst reden. Ich habe nicht extra so gemacht, dass ich jetzt reden darf. Islamhesser und der und sein Bruder können ihre Schlachten nicht alleine schlagen. Deshalb müssen die jetzt gegen mich hetzen hier. Und noch was, die drücken immer ja auf die Tränendrüse. In eurer Bibel wurden so und so viele 20.000 Aramäer hingerichtet. Ja, nee, was soll ich noch dazu sagen? Ja, der Typ hetzt einfach, weil er kann seine Schlachten mit seinem Bruder nicht alleine schlagen. Ja, diese aber Taktik kenne ich immer. Das wird immer von so eigentlich von Frauen benutzt. Aber gut, da ich ihn eh nicht als Mann sehe, kein Problem, Jani. Und alles, was der sagt, ist Jani sowieso falsch. Und jeder, der sich nicht zu Jesus bekennt, wird laut euch auch im Höllenfeuer landen oder Höllenfeuersee. Ihr seid euch da ja sowieso nicht einig. Jani, guck mal. Jesus, ob ihr wollt oder nicht, ist nur zu den verlorenen Schafen Israels gekommen. Es steht auch in euren Schriften, ihr habt mit Jesus nichts zu tun. Aber guck gekommen. Mal, wir, ganz wir kurz, können Flex, ja, Bruder, wir können Flex, ja so machen. Flex, können... guck mal, du weißt, ich respektiere dich. Lass mich bitte ausreden. Ja, Flex, okay. Aus Respekt. Wenn du unbedingt reden willst, dann rede, aber dann vergesse ich das. Nein, rede ist ja okay, du hast ja deine Redezeit, alles okay. Gut. Guck mal,
Also Mohammed ist gekommen für alle Menschen. Allah hat ihn zurechtgelegt. Es gibt weder Jude noch Dings. Juden waren das auserwählte Volk Gottes. Jetzt weder Araber noch irgendeiner ist das auserwählte Volk. Es ist alles, spielt keine Rolle mehr. Weder weiß noch schwarz noch gelb noch rot noch grün, gar nichts mehr. Ja? Alles folgt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt kein auserwähltes Volk mehr. Und man braucht einfach nur La ilallah Muhammad Rasulullah wa Isa Rasulullah. Wir ehren Isa mehr als ihr, die wollt das und froh seid, dass er am Kreuz verendet ist. Ja, auch wieder. Ja, nee. Immer, das geht so schnell. Ich weiß nicht warum, aber das geht so schnell. Egal, wieder mal. Nee, alles gut. Aber guck mal, Anwar, das ist mir, wäre es lieber, bin ich ganz ehrlich, dass wenn du mit den Bibelversen, sagen wir mal, sagst, du kommst damit nicht klar, warum steht das denn drinne, dann nenn uns doch diese Verse, Urban blendet sie aus, ja, und wir lesen alle gemeinsam und dann schauen wir, ob das wirklich stimmt, was du sagst. Können wir ja auch machen. Ja, Offenbarung 223 und Ezekiel 9,6. Okay, dann, eins nach dem anderen. Was wollt ihr auch Altes Testament? Wollt ihr auch Altes Testament? 1. Samuel. Egal was, bring uns auch vom Alten Testament was. Okay, 1. Samuel 15,3, das wird gerade gegen Muslime angewendet. Okay, 1. Samuel 15,3, soll ich jetzt widerlegen? Du weißt doch, Flex, wer letztens damit kam. Das ganze, Gesetz. Guck mal, Anwar, ich muss nur kurz was hinzufügen. Ja, aber das wird bei Muslime angewendet, da habt ihr nicht mehr das muslimische Gesetz. Für Muslime gilt das. Aber warte doch kurz, Anwar. Guck mal, zum Beispiel das gesamte mosaische Gesetz, ja. Da wird gesprochen über Töten etc. Das. Warum haben die das in Irak gegen uns angewendet? Warum? Warte doch mal kurz, warte. Ja, aber Anwar, dann müssten wir sagen, warum habt ihr die Jesiden umgebracht? Da blutet mein Herz. Das sind keine Christen. Lass uns jetzt über Moslem und Christen sprechen. Erstmal, Christen haben jeden verfolgt. Ja, egal, ob Jeside oder nicht. Ich weiß nicht, ja, Flex, tut mir leid, Mann. Als Schwarzer kann ich das nicht, auch als Afrikaner kann ich das nicht gutheißen, Mann. Ja, ja, wenn du 100 Jahre zurückgehst in Amerika, Mann, was haben die was haben die gemacht? Wallahi, yani. Ich kann das nicht verstehen, warum du so denkst, yani. Kann ich nicht verstehen. Nein, Anwar, aber es geht das nicht mit der Bibel rechtfertigen kannst. Du kannst nicht mit Jesus-Sklaverei rechtfertigen. Ja, wir können doch jetzt nicht jeden Menschen nehmen, der irgendwas getan hat und sagen, ja, guck mal, was die getan haben. Wie gesagt, deine islamische Expansion hat fast 380... Ich verstehe dich, Urban. Ich verstehe dich. Guck mal. Aber das, was mit den Leuten passiert ist, yani, das hat nichts mit Islam zu tun. Aber bei euch steht das in den Schriften. Ihr handelt jetzt nicht mehr danach. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch allen ein Gottes Segen, ein gesegneten. Ja, Bruder. Das wird für mich langsam zu kindisch. Ich danke euch nochmal alle, dass ihr da wart. Und hört mich auf mich. Das wird hier langsam. Du hast es gut gesagt. Werd erstmal ein Mann und komm wieder. Wie glaubt man an Jesus Christus? Wie glaubt man die 10 Gebote? Und du glaubst nicht an nichts, Mann. Ich glaube, wenn ihr TikTok zumacht, für euch gibt es gar nichts mehr. Weder Gebet noch gar nichts. Hör mal auf mit dem Scheiß, Mann. Wenn das Christentum in Deutschland wäre, war einer, der seine Frau scheiden lassen musste, entweder musste sie fremdgehen oder der müsste sagen einfach, hey, die ist eine Hexe, dann haben die erledigt. Mann. Naja, aber guck mal, Anwar, du kannst ja nicht alle unter einem Kamm scheren. Ich sehe nicht, ich sage doch, Mann, es gibt Christen, aber nicht die hier auf TikTok, aber die draußen, die so an Charakter teilweise besser sind als Muslime. Gibt es. Dann sage ich nichts, aber hier wird extrem gehetzt. Guck mal, das Ding ist, die Leute wollen schon, dass ich dich rausschmeiße, ja, aber aus Respekt und aus, ja, ich meine, du bist ja Respekt ja zu mir, du beleidigst mich ja nicht, etc., aber er hat andere beleidigt. Guck mal, Anwar, weißt du, was du vielleicht ändern könntest? Ich sag nicht, das musst du, aber das wäre zum Beispiel so meine Bitte. Wenn jetzt zum Beispiel Christen bei dir sind, zum Beispiel, ja, deine Brüder in Adam, ja, wenn sie bei dir drinne sind, behandel sie einfach mit Respekt, so wie ich das mit dir mache. Du kommst hier rein. Flex, du hast mich mit Respekt behandelt, einmal. Ganz kurz, so wie ich dich hier behandle, ja, ich gebe sogar eine klare Ansage an die Leute, hey, ihr beleidigt ihn bitte nicht. Ja, und ich versuche das ja immer noch, dass die Leute das nicht machen. Ja, klar, wir sind jetzt im Gespräch, kann jetzt nicht die ganze Zeit den Chat anschauen. Nein. Ich versuche das aber immer wieder. Aber weil wir ja gerade hier dieses Thema haben, will ich dir nur sagen, versuch das auch bei dir. Ja, wenn jetzt Christen kommen und wenn deine Glaubensbrüder anfangen,
ich will jetzt gewisse Namen nicht nennen. Und ich habe da ein Video gesehen und das hat mich so schockiert, wie zwei von deinen Glaubensbrüdern, mit denen du ab und zu mal auch live bist, über Jesiden sprechen in dem Chat, wie sie Jesiden beleidigt haben und wie sie abwertend über Christen geredet haben. Ich finde das echt nicht cool so. Aber, guck mal, du bist ja hier bei mir. Du merkst ja, voller Respekt, voller Liebe. Keine, also ich greife dich nicht an. Ja, du ja, respektierst mich. Ich habe keinen Grund, dich anzugreifen. Du respektierst aber mich. Weil, warum? Weil du schwarz bist, ja? Ihr habt Herz. Flex, ich kann nicht für jeden sprechen hier, von unseren Leuten. Und du kannst nicht für jeden sprechen von euren Leuten. Ja. Das kann man einfach nicht. Das sind Sachen, wir haben auch Jesiden, die Muslime sind. Also, es gibt aber auch Jesiden, die gegen uns extrem hetzen. Du hast sie noch nicht gehört. Die kommen auch bei uns rein. Weil die Leute sagen ja immer zu mir, ich hetze ja wegen dem Islam. Aber was ich mache, ist ganz normal Aufklärung. Flex, ich zitiere aus einem Buch. Ich zitiere ja nicht aus meinem Mund. Was mich triggert, Flex, ist leider nur immer, du guckst nicht, was mit euch passiert war vor 100 Jahren und was mit Afrika passiert ist, das nervt mich am meisten. Ja. Ja, nee, Afrika, das reicheste Land und kein Land konnte mit Afrika mithalten. Die haben alles daraus genommen und haben so viel Elend und Schande dort gelassen. Ja. Ja, nee, man kann das natürlich nicht mit den Leuten hier jetzt heute. Und hier in Deutschland leben viele gute Christen, andere Länder sind schlimmer, aber man darf auch nicht diese Zeit vergessen und du redest immer nur gut über die und sagst, ja, nee, Muslime hätten das gemacht. Nein, aber wenn du nach Afrika, in Afrika und rede mit einem Afrikaner, Ja, nee, und die Leute, die in Amerika sind, rede doch mal mit denen auf Amerikanisch, du kannst gut Englisch, die werden dir was anderes sagen. Aber wie gesagt, ich stehe zu Afrika, ich liebe dieses Land und die haben leider dieses Land ausgebeutet. Wir haben alles gehabt, vom Fisch, vom Gold, von Diamanten bis alle, die haben alles genommen. Aber guck mal, Anwar, eine andere Sache. Jetzt muss ich dich mal fragen. Wie gesagt, wir haben ein schönes Gespräch hier, aber es ist ganz wichtig. Guck mal, Anwar. Was ich nicht so schön finde, ja, ist, wenn ein Glaubensbruder von dir in Adam, hier drinne ist und dann sagst du, hey komm, wir treffen uns, ich hau dich oder etc. pp. Wir könnten viel, viel besser harmonieren, wenn so solche Sachen nicht fallen. Weil das Ding ist, die Leute hier, unsere Christen hier drinne, die hören das und dann denken sich so, ach, was ist denn das für einer? So, weißt du, was ich meine? Weil die beschützen ihn ja auch. Die denken sich so, hey, was greift der hier unser Glaubensbruder an? So, weißt du, was ich meine? Wenn du aber mit einer guten Intention reinkommst, dann greift dich keiner an. Ne? Und wenn sie weiterhin, sagen wir mal, irgendwas Schlechtes schreiben würden oder so, würde ich die Leuten sagen, hey, hört mal zu, Leute. Nein, beleidigt ihn nicht. Er ist ja mit Respekt reingekommen. Flex, guck mal, ich habe Urban am Anfang auch, habe ich ihn nicht gemocht, aber danach, jetzt ja. Aber diese anderen beiden, möge Gott mir vergeben, wenn ich falsch liege, aber keine Sympathie für die. Kannst du mich verstehen oder nicht? Was soll ich dir sagen, Jani? Ich höre viel, was du sagst. Guck mal, ich verstehe dich ja nur, ich meine ja nur, es ist viel besser, wir können viel, viel besser harmonieren, Anwar, wenn du reinkommst und, sagen wir mal, ihn nicht angegriffen hättest. So. Weißt du, was ich meine? Wäre viel besser, finde ich. Guck mal, was dieser Typ mit meinem Profil da reinschreibt, bitte. Welches? Wer denn? Da ist so ein Typ mit meinem Profil. Warte. Nein, vielleicht ist das der Bruder von den Adlern. Hey Alex, danke schön. Ich küsse doch deine Nierensteine, Bruderherz. Nutelsen. Bruderherz. Ich will was sagen. Ganz kurz. Bruderherz. Bei Gottes Willen, noch eins will ich noch korrigieren und. Ja, Nutelsen stumm schalten. Nutelsen soll einfach Profil wechseln, denn ist okay. Einfach aus Respekt. Ist ja alles okay. Ich habe nichts gegen Christen. Wallah, auch wenn das so jetzt rüberkommt und mein Verhalten und so dies, das. Aber gegen diese beiden, wie gesagt, keine Gnade habe ich bei denen. Ganz einfach. Ja, aber denkst du, das ist richtig? Das ist nicht richtig. Auch Islamische, vielleicht werde ich auch vor Allah dafür bestraft. Aber diese Leute, dann ändert es doch einfach. Das ist doch nicht, ich meine, Flex, guck mal, du sagst auch viele Sachen, Flex, aber warum habe ich keinen Hass gegen dich? Warum? Oder Urban auch zum Beispiel. Aber Urban, ich mag den jetzt irgendwie. Ja, der sagt auch viele Sachen, aber der hat auch mal korrekt gesprochen.
Und wer einem eine Hand reicht, der kann den ganzen Arm haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe damit kein Problem. Ich, wenn du mit Hass lebst, lebst du nicht glücklich. Aber Nein, auf keinen Fall. Hast du recht, Anwar. Ja, danke dir. Der Typ ist hier reingekommen. Ich habe Gottes Willen nichts gegen Christen. Ich schwöre dir, alle Christen, frag die, meine Freunde, die waren bei mir, die waren bei uns, die essen bei wenn ihre Eltern arbeiten waren, die waren bei uns zu Hause. Ja, nee, meine Eltern, ich schwöre dir, wenn ich Schläge bekommen habe, haben meine Freunde auch Schläge bekommen, weil wir immer zusammen Scheiße gebaut haben. Ja, aber ich schwöre dir, die lieben meine Eltern bis heute noch. Und Jani, wir sind Menschen auch, wir sind Menschen, es gibt viel Elend, Jani. Aber diese beiden Brüder, die haben mir auch so viel Schaden zugefügt hier auf dem Netz und so viel über mich gelogen. Nicht Arzach jetzt sein Bruder mehr. Das hat ja nicht mal mehr mit Christen zu tun, das ist einfach zwischen mir und den beiden, menschlich gesehen. Ja, aber guck mal, du kannst ja nicht Khanja und Arzach sagen wir mal, in den Keller stecken, weil diese Menschen sind sehr sachlich, die sind brutal, die beiden, ich bin ganz ehrlich. Ja, und von den beiden kann man, echt eine Scheibe abschneiden. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht für dich, aber ich habe viel Scheiße von denen gesehen und sein Bruder hat auch mir viel geschadet. Der hat einfach, der Arzach ist mehr weniger der Übeltäter. Ne? Ich habe den vielleicht jetzt auch ein bisschen Unrecht getan oder so, aber sein Bruder, ich schwöre dir, ich wollte hoch. Arzach hat mich hochgenommen. Das ist Anwar. Der nennt jeden Christen ein HS. Tu den mal stummen raus mit denen. Jani. Ja, aber. Jani, tu mal auch Arzach beiseite. Aber Jani, das sind beide. Ich kann nicht einen von denen hauen, der ein Opfer ist. Ich greife keine Opfer an. Das würde mich lebenslänglich hinter Knast bringen, Jani. Dann sollen lieber beide kommen und vielleicht komme ich noch mit ein paar Jahre davon. Aber Jani. Ich sollte hier nicht so viel reden, denn ich bin noch unter Dings. Marusch, Bruderherz, du kannst den Chat wieder anmachen. Ne? Ich hoffe, dass die Leute wieder respektvoll sind. Weil sonst ist es unfair, Marusch. Du kannst den Chat wieder anmachen. Ja, oh Gott. Chat, ich muss sagen, ehrlich gesagt, die beleidigen unter der Gürtellinie, was auch. Das ist eher weder christlich noch, noch menschlich, Jani. Ja. Guck mal, See You Soon auch zum Beispiel. Ich hatte mit denen ein paar Probleme, aber der hat ein paar gute Sachen gesagt. Ich schwöre dir, der ist bei mir auch immer drin. Ja. Ab denen haben wir unser Krieg begraben. Aus Ende, Mann. Aus Ende. Aber wenn Anwar, einer zu dir sagt, Flex, der würde doch jeden Christen gegen mich hetzen, wenn er sagt, der sagt über jeden Christen HS. Ja, nee, selbst du würdest nicht mal mehr mit mir reden. Keiner mehr. So, weißt du, was ich meine? Aber der hat das in seinem Stream gesagt. Und ich distanziere mich von hier. Ja, aber guck mal, du bist ja jetzt in meinem Stream. Du merkst ja, hier in dem Stream beleidigt dich ja keiner. Ne? Also zumindest. Ja, schon, aber bei dir, das liegt an dir, weil du gibst mir Respekt. Deshalb sage ich auch in meinem Stream, Jani, Flex respektiert mich und Jani, manche feinden mich deswegen auch an von den Brüdern und wenn ich einen mag, dann mag ich den. Und, ja, das Problem ich ist, als Muslim, Jani, ich schwöre dir, Flex, du kennst mich nicht, aber wenn ich einen mag und ich sehe, der wird unterdrückt, sei es auch draußen oder so, ich verteidige den mit meinem Leben. So einfach ist das. Und das habe ich auch nicht, das sage ich nicht nur mit Worten, das ist auch schon ein paar Mal passiert. Aber würdest du mir eine Sache versprechen? Wenn ich das halten kann, ich verspreche es. Aber wenn ich es nicht halten kann, ich werde es hier nicht versprechen. Guck mal, wenn deine Glaubensbrüder, lass es ein Christ sein, ja. Wenn ein Christ zu dir hochgeht, tu mir nur einen Gefallen, ja, oder bei euch drinne ist, was auch immer, lass ihn ein Wissender sein, lass ihn ein Nicht-Einwissender sein, was auch immer, ist ja auch egal. Versuch die Sache mit Respekt anzugehen, so wie ich das mache mit dir. Flex, guck mal, du hast mir Respekt gegeben, ich gebe dir 10-mal mehr Respekt. Ich kann nicht für jeden sprechen. Ich nehme dich in Schutz, das ist nicht die Frage, ist ja kein Problem, aber ich möchte auch, dass du gegenüber unseren Brüder und Geschwister auch diesen Respekt gibst, so wie du es jetzt gerade tust. So bist du viel besser, keine Frage. Ne? Und stopp deine Brüder und deine Geschwister, wie gesagt, wenn sie anfangen, Christen zu beleidigen. Ja? Weil ich beleidige dich zum Beispiel nicht, merkst du ja. Wir haben eine schöne Unterhaltung. Du kannst nicht für jeden sprechen, ich kann nicht für jeden sprechen. Ja, ich meine ja nur. Die sagt, er lügt. Ja, guck mal, wer bei uns im Stream kommt und Respekt hat und wenn ich denen nicht Respekt gebe, soll man mich überall Lügner nennen. Dann habt ihr das Recht. Okay? Aber wenn ihr nicht mit Respekt reinkommt und so direkt rumflucht und so,
Ja, aber Anwar, keiner von uns flucht doch, also ich zumindest fluch ja nicht. Ich sage dir, Flex, guck mal, ich hab dich so oft in meinem Stream, ich hab Anfang ein paar Sachen, ich geb's zu. Ja. Aber ich habe letzten 3-4 Streams gut über dich gesprochen. Ein paar Brüder haben den Stream verlassen. Ein paar nennen mich Heuchler. Aber wenn warum nennen sie dich Heuchler? Nur weil du gesagt hast, hoch? Weil ich gesagt habe, Flex ist respektiert mich immer. Flex ist Diana, ist warte ganz kurz. Diana, hast du gerade gesagt hoch, aber du kannst gar nicht hoch, oder? Diana, das Problem ist, deine Anzahl ist zu wenig. Da kannst du kaum hochkommen, glaube ich. Leute, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ganz kurz, Anwar. Könnt ihr mir einen mal alle Diana aramären. Ja, bitte. Diana, schreib mal deinen Namen hier rein, dass die Leute dich auch folgen können. Ne? Leute, tut mir wirklich alle einen Gefallen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr alle die Diana folgen würdet. Ne? Unsere liebe Diana... alle mal folgen, das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr lieb. Flex, da ist sie auch schon. Ja? Als ich bei dir im Stream war und ich bin rausgegangen, kam einer und in meinem Stream und hat meine Mutter aufs Übelste paar Mal beleidigt. Mhm. Direkt, ich schwöre, Wallah, yani, der hat direkt meine Mutter beleidigt. Ja klar, werde ich dann ausfallen, die wissen, wie die uns triggern können. Und danach wurde ich gesperrt und ich bin bis jetzt noch gesperrt. Auf 3 meiner Accounts bin ich gesperrt. Yani, wenn jemand mich herausfordern will, ich komme aus Mönchengladbach und Jani, wenn wirklich einer die Eier hat, Jani, und der mich beleidigt, ich rede nicht von Christen, die lieb sind. Aber schwöre nicht, weil Schwören ist eigentlich nicht erlaubt, sagen wir es mal so. Im Islam darfst du schwören, wenn du dich daran hältst. Wenn du nicht daran hältst, dann musst du einen Armen speisen oder du musst halt, das ist eine große Sünde auch. Das ist eine Sünde. Mhm. Aber wie gesagt, Jani, ich lasse niemanden, der beleidigt und einfach so, verstehst du, was ich meine, Jani? Anwar, meine Mutter wurde auch einmal beleidigt, sogar in Flex von Stream, ja, das tut von mir einem leid. Moslem. Das tut mir leid, ich distanziere mich. Hast du mich also, jeder hat seine Mama lieb. Ist euch mal aufgefallen, Leute, wenn ich streame, dann hört ihr nie von mir das Wort HS. Das werdet ihr von mir nie hören, weil... Ich finde einfach, als richtiger Mann sollte man dieses Wort nicht in den Mund nehmen, weil erstens, die Mutter kann nichts dafür, ja, die Mutter sollte man aus dem Spiel lassen, ja, und ich beleidige nur, wenn man Mama dürfen nicht erwähnt werden, ganz einfach, Mama immer raushalten, generell Familie, so wie der Alex, unser Bruder, das gerade schreibt, Familie müssen rausgehalten werden, das ist Fakt. Ne, Familie Absolut. Darf niemals ins Spiel geraten, weil das ist genau der Punkt da, wo der Kopf komplett durchdreht und sagt, das geht jetzt nicht. Alter, dein Stream regt mich so auf, Flex. Also nicht dein Stream, sondern deine Kommentare hier und so. Und, warte kurz. Sagen, weil ich will rausgehen, ich will nur ein paar Worte sagen, Flex. Warte kurz. An Anwar und an dich, Bruder. Ja, Bruder. Wer ist das denn, der überhaupt redet? Ich bin's, Albo. Albo. Oder seid mir sauer oder nicht, ich spreche jetzt einfach aus dem Herzen. Vielleicht greife ich euch an, bestimmt. Ich finde es von Anwar, Gott vergebe mir, wenn es nicht so ist. Ich sage, was ich denke, wie ich das sehe. Er spricht sehr manipulativ oder wie das heißt. Manipulativ meinst du? Ja, genau. So, dieses Afrika-Thema wurde sehr hoch gehoben, dieses, ja, ey, wir sind aus Afrika, du weißt, die Schwarze wurden unterdrückt und so. Und er hat dich ein bisschen auch in seinen Bann damit gezogen. Das ist so mein Eindruck, ja. Das, was er jetzt, auch die Props, aber auch, wo man ihm recht geben muss, ist, das, was er auch gesagt hat, stimmt, aber es ist politisch. Es ist nicht, hat jetzt nicht mit dem Glauben was zu tun. Das heißt, es steht nicht in der Bibel, dass wir schwarze, gelbe, grüne Menschen ausrauben sollten und so weiter und so fort. Also er hat sehr viel hier
Takia betrieben, meiner Meinung nach, hat sehr, sehr... Das ist keine Takia. Lies das Alte Testament und du wirst sehen, Jani. Bruder, wir leben nicht... warte mal, Bruder, ganz kurz. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, weil damit machst du Rufschädigung, wenn du sagst Takia. Nein, und ich sage dir, ich habe... Guck mal, Albo, ich will dir sagen, erstens, ich habe keine Angst vor keinem Menschen und ich habe sehr wenig Respekt auch vor manchen, aber ich bin erstens kein Schleimer und zweitens, wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du, ich schleime bei niemandem. Es geht nicht darum, dass du schleimst, Bruder. Ja, aber du sagst, du ziehst ihn in deinen Bann. Ich brauche keinen. Du hast schon meiner Meinung nach... Ich hätte eine wichtige Frage an Anwar. Anwar, stimmt es, dass du jeden Tag, also das ist eine ernste Frage jetzt, weil die, wie gesagt, unsere Leute hier, die fragen gerade, oder sagen gerade, dass du jeden Tag im Stream mit Abu Qasim oder keine Ahnung wie der heißt, Jesus beleidigen tust, quasi, also dass er Windel trägt oder so etc. pp. Du kannst ehrlich sein. Jesus als Baby hat keine Windel getragen. Und außerdem, also dass du öfters im Stream jeden Tag beleidigst. Guck mal, Flex, das hast du schon mal zu mir gesagt und ich beleidige. Jesus ist erstens unser Prophet und wir ehren ihn mehr als ihr Christen. Ja. Und dann sollen die schreiben, was ich für Beleidigungen gesagt habe. Aber hast du nicht schon mal gesagt, also das ist mir mal zu Ohren. Ich habe das schon mal gesagt, ja, aber Jesus als Baby steht in der Bibel sogar, hat Windel getragen. Ja, aber findest du nicht, dass es, wenn du ja an Jesus glaubst, findest du nicht, dass das ein bisschen komisch ist, wenn du das erwähnst? So als, mal, als Baby, guck mal, du musst so sehen, Flex, Jesus, Jani. Damals schon Windeln. Damals, vor 2000 Jahren? Als Baby, ja, als Baby. Steht ja, in der ja, Bibel, dass er Windeln getragen hat? Das würde mich interessieren. Okay, Jani, guck mal. Wir ehren Jesus mehr als jeder Christ auf dieser Welt. Mhm. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Jesus ist bei uns auch ein Rasul. Und Jesus wird wiederkommen. Und er wird bestimmt nicht mit den Muslimen abrechnen, sondern mit Christen. Weil die sagen, du bist Jesus, du bist Gottes Sohn und du bist Gott selber. Jani. Mhm. Wie gesagt, man kann mich hassen, deswegen ich beleidige Jesus nicht. Ich beleidige nur die, die meinen Propheten beleidigen und die mich beleidigen. Ich beleidige zurück, sage ich ganz einfach. Auch wenn das nicht das Charakter eines Muslimen ist, aber in der Sache bin ich menschlich. Guck mal, das Ding ist, die Leute sagen ja gerade... Jani, was die Leute sagen, interessiert juckt mich nicht. Die können auch lügen, Anwar. Guck mal, Anwar, guck mal, wie respektvoll ich bin. Die Leute schreiben ja, Flex, mir schon... Du bist respektlos, okay. Was wollen die machen? Wollen die uns gegeneinander aufhetzen? Warte doch kurz. Guck mal, ich will dir nur damit zeigen, dass es eigentlich gar kein Problem gibt. Weil, guck mal, die Leute schreiben mir schon ganz wild und Flex, sagen, mal, hey, schmeiß den raus, ne? Ja, aber ja, Leute, ich möchte ihn nicht rausschmeißen. Warum? Er ist ja bis jetzt... respektvoll, ja. Aber wie gesagt, ich möchte dir nur Letztes eine Sache. Ich habe sogar schon respektiert, wo du bei mir drin warst. Ja, nee. Ja. Ich muss nicht hören, dass sie sagen, ich respektiere dich nicht oder nicht. Ich habe auch eine gewisse Sympathie für dich. Vielleicht, das hat auch mit, dass du aus Afrika kommst, unser Land. Ja. Ja, nee. Aber wenn die sagen, natürlich, das sind auch viele Islamhetzer, die schreiben, schmeiß den raus und dies, das und so. Ich sehe den auch in den Streams, immer in meinen Streams, die beleidigen mich auch. Ja, ne, wollen die zwischen uns Fitna machen? Aber was heißt zwischen Fitna? Also was heißt Fitna? Nein, aber es geht einfach nur darum, dass man einfach die Glaubensbrüder... Flex, kennst du das Black and White hier in Mönchengladbach? Kennst du das Black and White? Was meinst du mit Black and White? Das ist eine Diskothek, das gehört Schwarzen komplett, ne? Black and White. Leute, ja, ja, ja. Das sind Leute, alles Türsteher dort und alles meine Freunde. Und Jani, die haben auch bei mir trainiert und so. Ich habe auch Trainerschein, ich darf auch Leute trainieren. Und das sind Türsteher, die haben auch bei mir trainiert. Mhm. Und ich war auch ab und zu mal dort aushelfen. Also ja, war natürlich haram, wir dürfen nicht Diskotheke sein und so. Aber das war zur Zeit, da war ich noch nicht so gläubig und so. Ja. Aber Khalas, denkst du, wir hatten ein Problem? Jani, guck mal, von 10 waren vielleicht 4 Muslime und der Rest waren Christen. Aber glaubst du, wir haben ein Problem gehabt? Nein, es muss ja nicht immer gleich ein Problem geben. Nein, absolut nicht. Aber darf ich dazu kurz was sagen? Du kannst gleich was sagen, Bruder Herz. Es können gleich alle was sagen. Aber Anwar, ich möchte dir nur eine Sache mitgeben. Das musst du mir
versprechen, es wäre wirklich sehr schön, wenn du Abu Arzach und Khanja siehst, ja? Red doch einfach mal friedlich mit den Brüdern. Die sind ganz normal. Bruder, das ist eine Sache, das ist mehr als sein Bruder, Herr Buchinsel, der hat zu mir gesagt, wie gesagt, der hat HS zu allen Christen gesagt. Ja, nee, als Christ darf er auch nicht lügen, sonst kommt er nicht ins Paradies. Und zweitens hat er damit so viel Schaden angerichtet auch und ich konnte nicht hoch, obwohl sein Bruder mich hochholen wollte und hat mich dann bloßgestellt. Und danach haben die über mich gelacht, ich bin ja noch ein bisschen da geblieben. Ja. Und Jani, Flex, nicht mal meine Männlichkeit akzeptiert sowas nicht. Einfach, da kannst du mich hassen. Aber du brauchst mich auch nie wieder einzuladen. Nimm das doch mal zu Herzen. Nimm das doch mal zu Herzen und red mal ganz normal anständig mit denen. Ich gebe dir Brief und Siegel. Du wirst sehen, dass alles normal ist. Ich sage das hier zu allen. Nimmt mir mein Leben. Aber zu diesen Leuten, ich werde niemals freundlich sein. Auch, ja, aber hassen. Das ist ja auch nicht richtig. Ihr könnt mich hassen. Flex, du hast auch Sachen gesagt, aber warum hasse ich dich nicht? Das ist seine Sache. Warum hasse ich dich nicht, Flex? Warum? Warum? Sag mir warum. Jani Subhanallah, als allererstes, Jani, verbindet uns ein Land. Und zweitens, ich guck dir zu, du bist lustig. Du bist wirklich lustig, Mann. Ja. Und du hast mich respektiert, letztes Mal auch bei dir. Wer mich respektiert, ich schwöre dir auf meinen Kopf. Ja, nee. Und wenn es mal Streit kommen sollte, ich schwöre dir bei Gott, ich verteidige diese Person auch. Ja, nee, mit meinem Leben. Und wie gesagt, ja, nee. Anwar, darf ich was fragen? Und wenn ich schwöre dir, ganz kurz noch, denkt ihr, ich habe auch draußen noch nie Christen beschützt vor Muslimen oder so, wenn die angegriffen werden? Unsere Prophet sagt, duldet keine Ungerechtigkeit, sei es auch von euch, ja, nee. Auch könnt ihr schreiben Lügner, aber ihr könnt in meine Akten gucken und die sagen, was andere reden lassen. Anwar. Ja. Erstmal gutes Segen an euch alle, auch im Chat natürlich. Das Ding. Sehr turbulent heute Abend. Ich muss auch raus, weil die Brüder, die schreiben mir die ganze Zeit an, geh raus, geh raus, geh raus und sowas. Wahrscheinlich werden die mich jetzt deswegen auch haten. Warum? Ist doch alles entspannt, wenn man hier redet. Ja, ich habe ein paar Sachen gesagt, die ich hätte nicht sagen sollen. Ja, aber Anwar, guck mal, dieser Davis, der vorhin drin war, da wo du so gesagt hast, viele Sachen, wenn er dir Entschuldigung sagen würde, ich meine privat, nicht hier vor 300, vor 400 Leuten, dann gleich im Fernsehen machen am besten. Dann was würdest du machen? Würdest du ihm vergeben oder würdest du nicht? Abu Arzach, ja. Sein Bruder nicht. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, aber red doch wollte einfach mich mal, ja ein paar mal red, hochholen. Guck mal, red einfach mal mit Khanja und ich gebe dir Brief und Siegel. Guck mal, wir können auch um 0 Uhr, ja, ich sag Khanja, ich wie gesagt, ich habe ja Kontakt mit Khanja privat und dann kommt ihr einfach mal um 0 Uhr hier rein und ich gebe dir Brief und Siegel, du wirst mit ihm eine schöne Unterhaltung haben, ohne Probleme. Mit diesem Khanja? Niemals. Soll oh, Anwar. Soll ich getötet werden deswegen? Mit dem niemals. Abu Arzach, ja, weil der hat mich wirklich zweimal hochgebracht, sein Bruder hat mich dann wieder runtergetan, aber gegen den, ich kann das einfach nicht. Ich bring das nicht übers Herz und meine Männlichkeit lässt das noch nicht mal zu. Du Anwar, ja, nee. du magst doch einen Flex, oder nicht? Flex, ja, er ist lustig, ich mag ihn. Ich mag, wie wär's denn einfach, Anwar, wie wär's denn einfach mal, weil du bist ja ein Mann, hast du ja selber gesagt. Du bist ja ein Mann, du hast dich bewiesen, du bist ein stolzer Muslim. Viele sind Männer und ich bin auch nicht der Männlichste. Ich habe schon ein bisschen zugehört. Aber schau mal, wenn du ein Mann bist und wenn du Flex magst, vielleicht einmal eine Chance geben. Ich denke, das ist auch was Göttliches. Richtig, genau, eine Chance. Eine einzige, wenn der heute sag Abend eine mal, einzige. Kurz, wenn der heute ich sage Abu Arzach, ja. Rum, warte kurz, Abu Arzach, ja, wenn er aber meint, einmal rumzuscheißern, weißt du, was ich meine? Dann sagst du, weißt du was, ich habe für Flex einen Gefallen getan und dann leck, verstehst? Feierabend, Ende. Nein. Den Gefallen kann ich leider. Auch wenn Flex mich hasst oder nie wieder. Das ist dann schade eigentlich. Aber du sagst halt immer zu mir, einmal. Ich schwöre dir bei Gott, Flex, ich sag dir was, wenn du irgendwann mal Probleme hast, sei es 100 Muslime, ruf mich an, bleib bei dir zu Hause, ich kläre das. Okay, aber jetzt mache ich es anders Typ, bei dir. Dieser Typ, der ist bei mir unten durch. Und ich habe nichts gegen Christen, aber dieser Typ, das ist eine persönliche Sache. Das ist persönlich. Anwar, ich ziehe jetzt bei dir die afrikanische Karte.
Du hast gesagt Afrika, Afrika. Also, dann mach das als Afrikaner. Ja, bestes Kontinent ist Afrika, ganz einfach. Und, siehst du, dann mach das mal. Jetzt aber das ist gefährlich. Bei allem Respekt zu Flex, wie gesagt, ja, ich habe Respekt vor ihm. Er ist auch einer, der sein Wort hält. Und ja, schon. Vor diesen anderen, ich habe keinen Respekt. Aber selbst Flex hat so Leute, wo ihn nicht mögen, weil er offen über den Koran redet. Weißt du, das ist halt ja, immer so. Flex redet über den Koran, der macht, aber er ist lustig. Ich weiß nicht, warum ich nichts gegen den habe, aber keine Ahnung. Er macht es halt nicht. Er ist nicht einfach lustig, Mann, weil Flex. Weil er dir nichts gemacht hat. Nein, weil er dir nichts gemacht hat. Mit denen kannst du lachen. Und er macht es auch nicht mit Hass, wenn er über den Koran redet. Die anderen, ohne Hass. Die anderen, die hassen uns. Ich weiß selber, dass der mich mehr hasst als ich den, der andere. Aber meine Männlichkeit lässt das nicht zu, diesen Mann einfach unberührt durch die Gegend laufen zu lassen. Ich weiß, wenn ich nochmal dafür reingehe und scheiße ich drauf, ehrlich gesagt. Also einfach, du weißt selber, manchmal denkt man, die Leute hassen einen und dann hassen die ja nicht. Nein. Aber guck mal, wir machen das jetzt so. Das hat nichts damit zu tun. Jungs, ich schwöre dir, ich werde als Moslem nachher noch gehatet. Wir machen das jetzt so. Leute, wie gesagt, es war ein schönes Gespräch. Wir machen, wie gesagt, an dieser Stelle eine kleine Pause. Aber Anwar, ich will dir trotzdem etwas sagen, bevor ich eine kleine Pause mache. Ich bin später wieder da. Wenn du schlafen gehst, ich möchte einfach mal, dass du einfach mal beten tust und fragst einfach mal, Gott, wer bist du? Einfach nur fragen, eine Frage stellen. Du weißt, wir beten 5-mal am Tag. Ich weiß, ja, aber frag mal Gott, wer er ist, und ich gebe dir eine Garantie, er wird dir eine Antwort drauf geben. Er hat mir schon eine Antwort gegeben und er hat gesagt, lade Flex zum Islam ein. Nein. Und alle anderen, nicht nur Flex, auch alle anderen. Jani, habt ihr keine Angst vor dem Höllenfeuer? Habt ihr keine Angst vor der ewigen Höllenfeuer? So, Anwar, jetzt bleiben wir erstmal dabei. Wirklich so, guck, aber jetzt produzierst du, ich habe keine Angst vor dem Höllenfeuer. Ohne dir den Haar zu reden. Weil ich nicht dahin gehen werde. Aber der Mohammed würde mich nicht überzeugen. Mohammed als Prophet und Allah als Allah sehen und Jesus als Prophet, tja. Laut euch sind wir ja auch im Höllenfeuer, aber wir akzeptieren, wir haben ja schon Jesus, wir können ihn nicht verlieren. Wenn wir befragt werden, wir respektieren Jesus, ja. Hallo Jungs, was geht bei euch? Ja, Kurde Aras, was können wir für dich tun? Ich sehe, hier geht viel über irgendwie, keine Ahnung, Religion und so weiter, ne? Ihr sagt doch, ihr seid Christen, ne? So. Ja. Okay, danke, dass du da warst. Ich hole Patricia hoch. Wie gesagt, ich kann nur für euch beten, ja? Möge Allah euch recht leiten. Und vor dem ewigen Höllenfeuer, das ist die Ewigkeit, möge Allah euch vor dem ewigen Höllenfeuer befreien. Wir haben doch Jesus schon, wir haben Jesus schon, wir können nicht verlieren. Jesus Christus tut nicht recht. Ja, aber du bist voller Hass und so gegen andere, du kannst niemals den Heiligen Geist in dir haben, ganz ehrlich. Ich habe keinen Heiligen Geist, der Heilige Geist ist Hebräer. Ja, du hast den auch nicht, Anwar, genau, du hast zugestimmt, Amen, gut, sehr gut. Okay, aber wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann könnt ihr auch Gift trinken. Leute, ganz kurz. Schlangen beißen kann. Leute, ganz kurz. Ihr trinkt Kamelurin gegen Pisse, gegen Höllenfeuer und gegen. Der provoziert euch, geh runter. Der provoziert voll, du arme Seele. Der Flex muss gehen. Wer greift mich denn jetzt wieder von unten an? Was ist los? Oh, Leute, bitte. Anwar. Anwar, du sollst dich schämen, Anwar. Was ist schon wieder aggressiv, ja. Wer soll sich schämen? Wovor soll ich mich schämen, Anwar? Du sollst dich schämen. Weißt du warum? Wovor soll ich mich schämen? Du zeigst genauso, wie die Islamisten sind. So wie du sind alle. Anstatt zu zeigen, dass der Islam anders ist, zeigst du genau das Gegenteil, Alter. Ich muss euch gar nichts zeigen. Applaus. Ich muss euch gar nichts zeigen. Ja, dann geh doch runter, wenn du nichts zeigen musst. Dann geh doch runter. Du bist hier nicht der Host. Okay. Guck mal, Leute, wir machen jetzt eine kleine Pause. Jeder beruhigt sich jetzt. Mir macht du mal. Warum nennt du mich Lügner da unten? Du bist ein Lügner. Weil du ein Lügner Anwar, bist. Bitte. Dann sag mir, wo ich gelogen habe. Sag mir, wo ich gelogen habe. Komm. Patricia. In jedem Punkt hast du gelogen. Sag mir, welchen Punkt ich eindeutig gelogen habe. Leute, jeden warte. Punkt, das kann man nicht Fabi, sagen. Fabi, warte kurz. Ich habe Latina nicht rausgeschmissen. Latina ist selber rausgegangen, Leute.
Nee, das Ding ist, Leute, ich weiß, jetzt viele wundern sich und sagen, warum ich jetzt den Anwar nicht rausschmeiße. Wir haben ja alle eine Diskussion gerade, Leute. Ne? Ich bin ja auch fair, ne, Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich bin sehr, sehr fair, weil nicht, dass es am Ende heißt, ah, Flex und dies und das. Ich bin fair, Leute. Ich bin nur fair, Leute. Bitte nimmt das nicht, versteht das bitte nicht falsch, Leute. Ich bin sehr fair. Aber wie gesagt, ich wollte Patricia nochmal sprechen lassen. Patricia, du wolltest was sagen? Ja, genau, Gott erstmal, meine Lieben. Wir hören dich ganz schlecht, was? Einen Moment. Das ist okay, besser? Fabi. Soll ich dich umarmen, Fabi? Brauchst du eine Umarmung? Du jetzt? Nee, ja, jetzt hören wir dich. Jetzt hören wir dich. Ja, super, Gottes Segen erstmal. Gottes Segen, ja, Patricia, du wolltest was sagen. Ja, genau, ich muss erstmal lachen, weil ich habe die ganze Zeit gelacht, weil der Anwar, der ist so ein Heuchler und so ein Lügner, der lügt sogar mehr wie meine Kinder. Das ist echt krass und die sind klein. Krass, dass du deine Kinder, als Lügner bezeichnest. Ja, natürlich, Kinder lügen immer, kennt man doch. Ja, das kommt, aber, weil die Mutter die so erzählt. Nee, das kommt, weil du bist... Ah, nein, Anwar, bitte Respekt. Dieser Lügner und ich soll Respekt haben. Warte, das Ding ist, guck mal, Leute, wir müssen ja auch... Anwar, guck mal, weißt du, wo das Problem ist? Das Problem ist, die Leute beobachten dich ja schon sehr, sehr lange und aufgrund dessen, was du über die Christen sagst, ja, also generell die Person, du greifst ja manchmal Personen ja an, ja, direkt, es geht ja nicht um die Religion wirklich, sondern du greifst die Person direkt an und wenn du sagst, alle Christen sind HS, wenn du das jetzt erwähnst, zum Hab Beispiel. Habe ich nicht gesagt, Flex, wenn einer aber, das zu mir sagt, warte, er ist selber warte, oder wenn das Wort mal zu einem Christen mal gefallen ist, das ist schon hart, also und deswegen, die Leute sehen das, die wissen das und die Flex, tolerieren das dann irgendwann. Wir fangen doch damit an und das Wort steht auch in der Bibel drin. Nein. Doch, das Wort steht in der Bibel drin. Kann ich dir raussuchen, sonst bin ich wirklich ein Lügner, wenn das nicht drin steht, okay? Dann ja gut, dann lesen wir das mal alle gemeinsam. Ich muss dir das dann raussuchen, Flex, Aber wenn ich das, guck mal, 294 Zuschauer, wenn ich das nicht bringe... Ich bin dann ein Lügner, okay? Dass das Wort da drin steht. Okay, also später... Okay, dann können mich alle 391 oder 291 hier Lügner. Okay, ich weiß, also... Was er bringen nimmst wird. Du mich ich beim Wort, jetzt Flex? Schon sagen. Ist egal, was ich bringe. Flex steht da drin, fertig, aus, Ende. Ja, aber man müsste schon den Kontext betrachten, wer damit... Oh, Kontext hin oder her? Sowas darf doch nicht da drin stehen, mein Gott, ey. Ja, aber guck mal... Okay, wir lassen die Patricia jetzt kurz reden. Wir lassen die Patricia reden, dann machen wir eine Pause. Aber die beleidigt mich doch nur. Die redet ja nicht. Die ist nur hier, um mich zu beleidigen. Ja... Sie will dir was sagen. Sie will dir was sagen. Ich will dich nicht beleidigen. Ich will dich nur dran erinnern. Das war vor ein paar Tagen. Da war ich auch in einem Stream drin. Da waren 4, 5 Muslime von euch und ein Christ. Und ihr habt den so fertig gemacht. Guck mal, Flex macht das nicht mit dir. Der hat Respekt. Du ich war auch in Streams. Da wurde ich auch die ganze Zeit fertig gemacht. Ja, und der Chat beleidigt mich hier auch die ganze Zeit. Ja. Da hast du vielleicht verdient, ne? Aber der arme. Warum jetzt nicht mit Hasse jetzt verdient oder hast du jetzt? Jeder kriegt das, was er verdient, heißt es. Auf jeden Fall habt ihr den dann so fertig gemacht, dein Joker und dein Hadith. Ihr habt so über ihn gelacht und gespottet. Ja, und das macht manche mit Muslimen auch. Flex macht das nicht. Aber guck mal, ist dir aufgefallen, die Leute wollen, dass ich dich rausschmeiße. Ich mach das aber nicht und ich nehme dich sogar noch in Schutz. Ist dir das mal aufgefallen? Genau. Wen nimmst du in Schutz, Flex? Mich? Weil guck mal, das Ding ist, das, was Joker und Liebe zu Hadith macht, ja? Das würde ich niemals mit dir machen. Das ist der Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Flex, erstens, es gibt Christen, die das auch mit mir gemacht haben. Zum Beispiel dieser, den ich eben genannt habe. Ja, aber du kannst ja nicht alle unter einem Kamm scheren. Ja, dann könnt ihr auch nicht alle über einen Kamm scheren. Was soll das aber machen? Natürlich nicht. Anwar, ich habe auch schon Muslime erlebt, die beleidigend sind. Also Anwar, das hat auch mit mir nichts zu tun. Ich sag euch was, jeder, der Mutter beleidigt, einfach so ohne beleidigt zu werden, der ist für mich kein Mann. Okay. Aber Flex wollte jetzt mal kurz eine Pause machen, glaube ich. Wir treffen uns nicht nachher wieder und dann können wir nachher entspannter. Weißt du, warum ihr mich so viel hassen tut in euren Streams? Glaubst du, wenn du ungefähr wieder kommst, Flex? Stunde? Ich bin, oh Gott, nein, nicht eine Stunde. Ich bin später erst da. Ich komme so zwischen 23 und 0 Uhr erst wieder. Alles klar. Okay. Ja. Aber also Gottes Segen. Zum Abschluss, Leute, wollte ich nur eine Sache sagen. Ich liebe meine Jesiden.
und die Brüder und die Geschwister, unsere aramäischen Brüder und Geschwister und armenische Brüder und Geschwister. Ne, Leute, wir lieben euch von ganzem Herzen. Und ich möchte auch was sagen. Wer Muslime respektiert, auf meinen Kopf. Wer Muslime nicht respektiert und beleidigt, ich beleidige zurück, so bin ich einfach. Darf ich noch was übel, auch dazu sagen? Oder mir das nicht übel, ich kann mich nicht ändern. Ich sage jetzt alle noch was, genau, Vereinter. Danke, ich wollte die ganze Zeit noch was sagen. Ich sage, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Anwar. Wer zurückbeleidigt, der ist genau, der stellt sich auf die gleiche Ebene wie der, der beleidigt. Da muss ich dir recht geben. Da gebe ich dir recht. Das ist auch im Islam sehr verhasst bei Allah. Aber ich sage, messt mich nicht am Islam. Pass auf, wer mich beleidigt, der wird extrem zurückbeleidigt. Wer mich respektiert, der wird zehnmal mehr zurückbeleidigt. Anwar, hör mir mal ganz kurz zu. Schließ mal jetzt einmal Religion einmal komplett. Schieb das mal beiseite. Ja, jetzt machen wir Pause. Bitte. Leute, jetzt machen wir Pause. Mein Kopf glüht auch wirklich von den ganzen Beleidigungen, die ich hier alle gelesen habe. Pause. Ich habe mich aufs Tiefste hier beleidigt. Gottes Segen, Gottes Segen. Dann gehen wir nur so weit und sagen, wir beleidigen nicht genauso zurück. Weil, weißt du, ich bekomme teilweise, ich war mit Flexi oben, er hat danach so ein Daesh-Muslim, er hat geschrieben, ich würde gerne dich und deinen schwarzen Freund enthaupten. Das hat er mir geschrieben. Und weißt du was? Wenn ich jetzt genauso dich verantwortlich machen würde oder alle anderen, ich wäre genauso ein Idiot wie der Typ, der das gemacht hat. Flex, wenn wir alle Flex, nur so werden, Flex, dass Habibi, Flex, ganz kurz. Vereintes Christentum, hört mir mal ganz kurz zu. Wenn du gleich wiederkommst, Flex, kann ich was einblenden, was mir ein Christ geschrieben hat und was der in meinen Stream geschrieben hat und dann vergleich das mit dem, was er jetzt gerade gesagt hat. Okay? Ja, das können wir später machen. Aber nicht, wenn du willst, zeige ich das auch nicht, aus Respekt, aber dann nur, damit ihr seht, wie oft ich bedroht werde, wie oft ich beleidigt werde aufs Übelste, yani, aber bis jetzt ist noch keiner gekommen, subhanallah. Meine Adresse habe ich schon 100-mal geschickt, aber ich sage, wenn mich ein Christ respektiert, ich respektiere ihn mehr, als er mich respektiert. Ja. Jetzt machen wir einen Cut, weil wie gesagt, ich will eine kleine Flex, Pause wie machen. Wie gesagt, danke Flex, echt, ich liebe dich, auch wenn die danke. Brüder mich hassen werden, deswegen, aber mein Herz sagt einfach mein Herz und ich folge mein Herz und meistens ist es richtig, Jani. Ja, aber ich würde dir einfach sagen, tu mir einen Gefallen, wenn die Brüder in Adam bei dir reinkommen, zeig einfach bitte Liebe. Next. Du brauchst mich nicht mehr zu respektieren. Ich sag dir, ich kann mich nicht zurückhalten, wenn jemand kommt und der ein Islamhetzer ist und der ist bei mir drin und beleidigt, ich beleidige ihn zurück. Ganz einfach. Ja, weil ich krieg jetzt einen Shitstorm, weil ich dich jetzt hier hochgeholt habe. Das gleiche kriege ich auch. Wir können uns irgendwie in der Mitte. Ich sag nur. Weil ich krieg jetzt einen Shitstorm. Guck mal, wie viele Nachrichten ich von Brüdern jetzt schon bekommen habe über WhatsApp und über TikTok. Ich weiß nicht mehr, ob die mich überhaupt noch bei denen reinlassen. Aber ist mir alles scheißegal. Ich habe denen auch vorgestern und gestern in meinen Streams auch gesagt, Flex hat mich respektiert, der hat mich nicht runtergetan. Flex ist auf meinen Kopf, Mann. Ja, alles gut. Ich sage jetzt nur noch, möge Allah Flex recht leiten und all die anders. Bruder, möge Jesus Christus den richtigen Weg zeigen. Wir haben doch schon Jesus bei uns. Ihr habt nicht Mohammed akzeptiert. Wir haben doch schon. Nein, habt ihr nicht. Anwar, Jesus bei uns. Ja, wenn ihr Jesus am Kreuz hängt, dann triggert uns das mehr, als ihr das glaubt. Aber gut, jetzt machen wir Pause. Ich wollte nur noch mal erwähnen, ich Leute. Ich mach mein Handy danach jetzt aus. Ich gehe nicht mehr in TikTok rein, weil die Muslime haben mir bestimmt schon Morddrohungen geschickt. Nein, aber alles gut. Ja, das war nur wie gesagt, an die ganzen Leute wirklich, ich liebe euch von ganzem Herzen. Lasst uns in der Liebe bleiben. Und ich schwöre dir, bei dir lachen wir oft, ey. Ja, alles gut. Lasst uns bitte in der Liebe bleiben, Leute. Und bitte greift mich nicht an. Ja, Leute. Moment, vielleicht kannst du, was du willst, aber Anwar nur noch. Du kannst machen, was du willst, aber Anwar nur noch. Okay. Alles gut, Leute. Nachher. Okay, versprochen. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Oh, wir hatten da eine Anfrage geschickt. Nein, das ist nicht möglich. Ja, da hat wieder einer beleidigt, Mann. Warum beleidigt ihr? Ey, Diana, wenn du eine Anfrage schickst, dann geh doch nicht gleich wieder weg. Diana will noch was sagen. Diana, schick eine Anfrage. Hier, komm hoch. Ganz kurz, später, okay. Also, wie gesagt, ich liebe euch von ganzem Herzen, Leute. Und Diana, endlich kannst du hochkommen. Wäre nicht schlecht. Und wie gesagt, Leute, love goes out to all the nations. Jesiden, Armenier und die aramäischen Brüder. Ne? Also Leute, bis später.
Boom. Peace out.